Am literarischen Quartett heute aus Mainz nehmen teil, wie üblich, Helmut Karasek, Der Spiegel, Hamburg, Sigrid Löffler, Süddeutsche Zeitung, München, Marcel Reichranitzky von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Unser Gast heute, Peter Glotz. Peter Glotz ist Politiker und wurde dennoch in unser Quartett eingeladen. Nicht weil, sondern obwohl er Politiker ist. Ich sage das ausdrücklich, weil ich befürchte, dass nach der Teilnahme von Herrn Glotz andere Politiker auch werden bei uns teilnehmen wollen. Deswegen es gibt aber mehrere, die lesen und schreiben können. Ja, es hat sich sogar schon ein Bundesminister darum beworben, bei uns als Gast aufzutreten. Die Bewerbung wurde nicht berücksichtigt. Wir haben Peter Glotz eingeladen, denn Peter Glotz, Bundestagsabgeordneter der SPD und Professor für Medienforschung oder jedenfalls für Medien an der Universität München, gleichzeitig ein hervorragender Literaturkenner ist, der eine größere Anzahl literarkritischer Arbeiten in den letzten Jahren publiziert hat, vor allem in der Woche. Herr Glotz, wir freuen uns, dass Sie hier sind und möchten gleich Ihnen die Gelegenheit geben, uns etwas zu sagen. Alan Eisler ist das erste Buch, das wir heute besprechen wollen, der Roman Der Prinz der West End Avenue. Ich muss gestehen, dass mir Eisler überhaupt kein Begriff war. Es handelt sich um einen 1934 geborenen, also jetzt 62 Jahre alten Anglisten. Im Klappentext steht, er ist in den 50er Jahren aus London nach New York emigriert. Ich weiß nicht, warum man da emigrieren musste. Er ist Jude, jedenfalls ein erstklassiger Kenner der jüdischen Welt. Und dieser Roman spielt im Emma Lazarus. Das ist also ein jüdisches Altersheim an der Upper West Side in Manhattan. Und die äußere Handlung rankt sich um die Tatsache, dass die alten Menschen dort Aufführungen machen, Laienspielaufführungen und den Hamlet spielen. Aber ich meine, das ist die äußere Handlung und es ist die Geschichte eines Otto Körner, der natürlich vor Auschwitz Otto Körner geheißen hat und aus einer Schreibwarenhandlung in Nürnberg gekommen ist. Und es ist sind seine Memoiren, es ist seine Geschichte, wie er sie beschreibt. Und er war, wie soll man das ausdrücken, ein Durchhaltejude. Einer, der also seine eigene Gemeinde aufgefordert hat, bleibt da, der Hitler wird euch schon nichts tun. Dann kommt also im Lauf des Romans kommt dann also der Sohn eines Angestellten, seines Vaters und dann spürt man also, dann kommt ihm zurück die Erinnerung und er merkt, er hat also nicht nur die eigene Familie sozusagen auf dem Gewissen, sondern er hat auch noch andere Menschen auf dem Gewissen. Das ist also die Auseinandersetzung und es gibt dabei Dialoge und beispielsweise zwischen ihm und seiner zweiten Frau. Da geht es dann um die Frage, was wird mit meiner Asche, sagt die zweite Frau. Und sie hat einen Rabbi gefunden, der ihr erlaubt, dass sie sich verbrennen lassen darf. Und sie bringt ihn dazu, in einer Urne, die wie eine Torarolle geformt ist, ihre Asche in das Grab ihres ersten Mannes zu schmuggeln. Das ist ungeheuer waghalsig bei diesem Sujet, aber meinem Eindruck nach ist es gelungen. Also es ist nicht die Darstellung dieses Generationsrestes, den die Nazis und Hitler nicht umbringen konnten. Und es ist die Darstellung von Intrigen und Streitereien zwischen alten Menschen. Es kommt übrigens auch sehr viel Alterssexualität vor. Ein 78-jähriger Sexualprotz, der einer Physiotherapeutin ein Kind macht. Und das ist alles sehr schön geschildert. Und wirklich. Aber sehr schön, dass auch ältere Menschen
dargestellt werden, dass es nicht alles furchtbar ist, das Fleisch fällt vom Körper, sondern es macht richtig Spaß und auch dem Leser macht es Spaß. Also es ist die Herausforderung dieses ganz großen Themas, aber dargestellt am Alltagsleben dieser alten jüdischen Menschen in diesem feinen Altersheim an der Upper West Side. Aber mir schien, so wie Sie das geschildert haben, Herr Glotz, sind Sie schon auf den mir wichtigsten Punkt gekommen. Eigentlich sind in diesem Roman zwei Romane versteckt. Der eine Roman ist diese burleske, bisschen sentimentale, hübsche Geschichte aus dem Altersheim, wo es noch Freigänger gibt, Alleingänger und Drinbleiber, also je nach dem Grade der Senilität, die sich da gemeinsam in unendlichen Intrigen zu diesem gemeinsamen Projekt einer Hamlet-Aufführung durchringen. Das würde ich fast sagen, klingt, entschuldigen Sie, Herr Karasek, wenn ich das sage, es werden wir wahrscheinlich widersprechen, fast schon wie ein Szenario von einem Woody Allen-Film. Man könnte sich das sehr gut vorstellen. Ja, nur es geht, im Unterschied zu Woody Allen-Filmen, geht es natürlich darum, dass bei dieser Hamlet-Aufführung dauernd umbesetzt werden kann und der zweite Totengräber Erster wird und einer wieder Hamlet wird. Warum sollte das nicht bei Woody Allen auch vorkommen können? Weil die Helden alle sterben. Also burlesk insofern. Es ist ein wunderbarer Roman darüber und ein heiterer Roman darüber, über Sterben. Und das finde ich. Aber das ist nur die eine Ebene. Das ist sozusagen die Manhattan-Geschichte. Ja. Und dann, wie Sie sagen, wird da immer eingeblendet die Lebensgeschichte dieses deutschen Emigranten, jüdischen Emigranten-Corner. Und die Geschichte des Dada. Ja. Also da kommt noch sehr viel Bildung dazu. Dieser Anglist weiß natürlich auch einiges über die Sekundärliteratur über Hamlet. Auch das kommt noch alles rein. Worauf ich hinaus will, ist eigentlich was anderes. Mir schien da doch ein Bruch zu sein zwischen diesen beiden Romanen. Ich habe offen gestanden meine Probleme mit der Corner-Geschichte, besonders dort, wo er sich erinnert an den Holocaust und an seine eigene Anwesenheit in einem KZ. Und da denke ich, ist das interessant. Wir haben nämlich ja noch ein Buch, das auch mit der Holocaust-Thematik zu tun hat. Und da scheint mir jetzt, das möchte ich nur mal als These hinstellen, wir leben in einer Zeit, wo langsam die Zeitzeugen des Holocaust aussterben. Jetzt noch einmal kommen die großen Memoiren, Erinnerungen, Autobiografien. Wir haben sie ja meistens in dieser Sendung besprochen. Gleichzeitig aber schon wird der Holocaust historisch, das heißt, man kann auch belletristische, fiktive Literatur darüber verfassen. Und das ist einer der ersten dieser Bücher, die bereits mit dem Holocaust in Form einer Fiktion umgehen. Da sind Sie sehr empfindlich. Da bin ich empfindlich, das will ich dann noch sagen. Ja, zu Unrecht, aber... ich stelle es nur mal als Faktum fest. Ich möchte als Faktum aber trotzdem sagen, der Holocaust kriegt in Ihrer Schilderung ein solches Übergewicht. Es ist ein winziges Detail, wirklich ein winziges Detail im Buch, das ein Schuldgefühl des Helden ist. Der Roman handelt vielmehr davon, dass er sich seiner früheren Liebe erinnert und an Zürich erinnert und wie er mit dem Dadaismus in Berührung kam. Das, also wenn Sie die Seiten da abwägen, so haben Sie einen Roman über Hamlet und über die Kunstauffassung des Dada mit verrückten Künstlern, mit den Zeitzeugen des Dadaismus. Und Sie haben einen Roman über alte Schauspieler, die den Hamlet spielen. Und diese beiden Romane sind wunderbar ineinander verzahnt und geben auch dem Buch eine makabre Heiterkeit. Also das, was er selbst erlebt hat im KZ, kommt mit keinem Wort vor. Eine Szene, wo er also, wo die Familie ins Lager gefahren wird, dann ist die Frau schon tot und er muss die Hand des Sohnes, die also am Arm der Frau ist, lösen, wirft den Sohn sozusagen, um ihn zu retten, auf den Bahnsteig und dort erschlägt ihn mit einem gleichgültigen Gewehrkolbenhieb erschlägt ihn ein Wachmann dort. Und das ist die einzige Szene, wo das vorkommt. Ich erinnere das anders, aber darüber werden wir noch drüber reden. Hier haben alle offenbar Schwierigkeiten mit dem Buch und jeder sieht das ich nicht. Buch, hat das Buch etwas anders gelesen. Für mich ist das ein Buch vor allem über ein ganz anderes Thema. Der Hintergrund ist Manhattan, ein Altersheim. Das ist der Hintergrund, der Rahmen. Gezeigt wird hier eine Auseinandersetzung mit Europa im 20. Jahrhundert. Es geht um die europäische Kultur, um europäische Morde, europäische Barbarei. Das alles wird dort reflektiert. Denn alle diese Menschen kommen aus Europa, ob sie
direkt aus Europa übergesiedelt sind oder in der europäischen Kultur stecken, ist unterschiedlich, aber es kommt, sie kommen alle de facto aus Europa. Und ein Werk, ein Höhepunkt europäischer Literatur steht im Mittelpunkt, Hamlet. Die Hamlet-Aufführung dient wohl in erster Linie den etwas heiter besinnlichen Elementen in diesem Buch. Das ist ja ein heiteres Buch. Ein sehr heiteres Buch. Er ist sehr, ja. Will ein heiteres Buch schreiben und das ist dem Autor gelungen. Eine völlig überraschende Sache, ist etwas völlig Neues in der Weltliteratur. Wir alle haben immer gelernt, ein Leben lang, außer Fontane gibt es das nicht. Nur Fontane hat im späten Alter angefangen, Romane zu schreiben. Und Fontane, die große Hoffnung aller 70-Jährigen, die ein Debüt Roman zuschicken, schreibe mal, vielleicht bin ich ein Fontane, ich bin 73, mein erster Roman. Und ich beruhige die Leute immer, das ist alles gelogen, Fontane hat mit 25 schon geschrieben. Erzählen nicht so gut, Sache. Aber... Keine Romane, ja. Aber schon ganz ordentlich geschrieben. Ja. Zurück zu dieser, wir haben jetzt neue Autoren, Professoren ab und zu, wiewohl Professoren, Universitätsprofessoren, können sie schreiben und einer davon ist Alan Ayler. Er ist über 60 und hat diesen Roman also geschrieben. Also heißt er jetzt Eisler oder Eiler? Eisler heißt er. Eisler. Das ist der deutsche Name Eisler, E-I-S mit veränderter Schreibweise. Nur die Schreibweise ist verändert. Dass der Dadaismus eine solche Rolle spielt, dass er einen Rückblick gibt, dass er in die Biografie des Körner, weil Körner, der Autor Eisler, diese Zürich-Episode sehr stark ausbreitet, hat ja einen tieferen Sinn. Zürich wird hier, und der Dadaismus damit auch, zum Symbol der europäischen Entwicklung, der europäischen Kultur um den Ersten Weltkrieg und nach dem Ersten Weltkrieg. Die Frage ist, Frau Löffler hat schon recht, da sind zwei Romane, Altersheim-Roman mit Hamlet-Aufführung und Lebensgeschichte von Otto Körner. Die gehören doch wohl beide zusammen. Sie sind vielleicht nicht immer so makellos ineinandergefügt, aber sie gehören zusammen und sollen wohl zeigen den Abschied, so sieht es der Autor, von einer europäischen Welt, die es nicht mehr gibt, die untergeht. Ich meine, Entschuldigung, es ist immer von zwei Romanen die Rede, aber der Held dieses Romans, der schließlich den Hamlet spielt und diese Aufführung übernimmt, ist ein alter Mann, der sich erinnert. Und alte Leute pflegen sich gelegentlich zu erinnern und an besonders wichtige Stationen. Der Aufhänger der Erinnerung ist, dass er eine junge Ärztin sieht und diese junge Ärztin erinnert ihn an seine große Liebe. Aber das ist nicht so. Erinnerung so breit ist, dass sie die Hälfte des Romans ausmacht. Je älter man wird, desto mehr Erinnerungen hat man. Aber der Autor entscheidet, wie viel Erinnerung sein Held hat. Natürlich, ja. Und der Autor hat ihm die Hälfte des Romans. Im Altersheim ist Zukunft. Ein geringer Teil der Erzählung. Aber ist nicht das Zentrale doch diese Erinnerung letztlich, die fast nicht ausgesprochene Erinnerung an den Holocaust? Ich finde das sehr schön, schön verzahnt. Und ich finde das ein schön Künstlerroman. Ein Künstlerroman über Künstlereitelkeiten, die im Alter genauso wenig aufhören. Man möchte eine bessere Rolle haben. Man möchte eine bessere Rolle haben. Obwohl er ja kein Künstler ist, Herr Karasek. Ich meine, er hat als junger Mann einen Lyrikband geschrieben und den hat Rilke gelobt. Er hat Rilke einen Brief bekommen. Und der Rilke-Briefe dann geklaut im Altersheim. Nicht ohne Witz gemacht. Ja. Nicht ohne Witz eine gemacht. Eine Sache, sehr die richtig. Mich interessiert. Ja. Dieser Autor Alan Eisler ist, so steht im Klappentext, in London geboren. Ob das stimmt? Ich habe den Eindruck, der Mann kommt aus Deutschland. Ich hatte auch den Eindruck bei der Lektüre. Er kommt aus Deutschland. Ja. Er kennt sich über Deutschland. Er kennt Fabler. Er zitiert Uhland sogar. Uhland, wo zitiert man auf dieser Erde Uhland? Das ist ja furchtbar. In London zitiert niemand Uhland. Niemand, kann ich sagen, niemand. Ja, aber vielleicht hat er deutsche Eltern gehabt und ist mit Uhland gequält worden. Irgendwann. Das dürfte denkbar. So sein. Dieser Eisler ist sehr an die deutsche Literatur, Kultur gebunden. Der zitiert ja immer wieder, er nennt Namen. Und auch diese große Liebe, mit Verlaub, zum Hamlet, ist ja was sehr Deutsches. In keinem Land der Welt wird der Hamlet so geliebt und geschätzt wie in Deutschland. Auch nicht in England? Nein, das ist ja eine deutsche Sache, Hamlet. Bernhard, außerdem ist ja ein Hamlet
wie er Börne entdeckt hat, ein Produkt deutscher Universitäten. Hamlet spielt in Deutschland. Nein, ich meine, in Wittenberg in der Vergangenheit. Ja, aber da hat er das Fechten gelernt, auf der Hohen Schule. Und das Denken und das Philosophieren. Ja, aber das Fechten ist ihm zum Verhängnis geworden. Ja, das stimmt. Das Philosophieren auch. Also, das wir wollen vom Hamlet zurückkehren zu einem Roman von Alan Eisler. Der Roman hat verschiedene Qualitäten, die wir in der zeitgenössischen deutschen Literatur selten finden. Das ist wohl richtig. Er ist erst einmal sehr leicht geschrieben, in einem Plauderton geschrieben. Ich glaube, von der Übersetzerin gut wiedergegeben, der Ton des Buches, das ist eine. Zweitens, es ist ein heiteres Buch, dann ist das sehr intelligent. Der Mann, was immer er sagt, das ist intelligent und mit Humor. Also da ist nur eine Sache, wenn ihr schon über die Sexualien redet, die erste Sexualgeschichte des Körner da in der Schweiz mit einer Kellnerin. Das mit der Kellnerin ist auch so wie Goethe mit einer Kellnerin in Rom. Es sind immer deutsche Anspielungen drin. Das hat er eigentlich sehr gut gemacht. Wenn jeder Mensch, der mit einer Kellnerin schläft, eine Anspielung auf Goethe wäre. Mein Lieber, die Kellnerin hat diesen Körner da ins Sexuelle eingeführt. Das vermuten die Germanisten auch bezüglich Goethe und der Kellnerin in Rom. Ja, viel schöner ist das war auch ein Herr Eisler, der diese Theorie aufgestellt hat. Die Sexualbeziehung zu seiner zweiten Frau, die nämlich als Sexualbeziehung nicht stattfindet, weil es ihm nicht mehr gelingt. Aber trotzdem wird es hinterher eine wunderbare Ehe sozusagen. Nicht nur, dass sie ihm alles vererbt, sondern sie leben auch 10 Jahre gut miteinander. Und sie schildert das sehr auf eine dezente und vernünftige und gleichzeitig lustige Weise. Ich meine, also, wir sollen nicht verschweigen, dass der Eisler einen schonungslosen Blick auch auf die alten Leute freigibt. Und auf sich selbst, also auf die Hinfälligkeit des Körpers. Das sind nicht immer nur heitere Schilderungen, das sind auch ganz... Aber wie gesagt, es ist in einer wunderbaren Balance, das Buch. Das ist das, was mir am stärksten auffällt. Also, um auf Ihr Fontane-Beispiel zurückzukommen, Herr Reich-Ranicki. Die meisten glauben, also 73 schreiben Sie und das ist dann wie Fontane. Ich habe, als ich dieses Buch gelesen habe, den Eindruck gehabt, das ist eine Art Lampedusa. Ich meine, es ist nicht so dick und es ist nicht vielleicht so ein Jahrhundertwerk, aber es ist in der Tat ein Findling. Also wenn ich sonst so allerhand Bücher lese, die wir besprechen und über die wir diskutieren, damit verglichen, finde ich das ein wirklich bedeutendes Buch. Auch mit einigen verglichen, die wir heute noch besprechen. Also Herr Glotz, in einem Jahr rufe ich Sie an und frage Sie, ob Sie sich noch daran erinnern können. Also bitte, wir wollen jetzt keine Drohung. Also, wenn Sie mich anrufen, keine Drohung. Also gut, wir sind uns mehr oder weniger, sehe ich, einig. Wir brauchen nicht weiter darüber zu reden. Wir sehen das klar. Der nächste Roman, Monika Maron, Animal Triste. Ja, der Titel ist offensichtlich eine Anspielung auf das lateinische Sprichwort post coitum omnia animal triste, nach dem Geschlechtsverkehr nach der Liebe sind alle Wesen traurig. Wir sind heute immer beim gleichen Thema, habe ich den Eindruck, was? Na, Moment. Ja, das ist so menschlich. Das spielt schon eine Rolle, Liebe und Geschlechtsverkehr. Also Monika Maron hat einen Liebesroman geschrieben und die Heldin und der Held kommen aus verschiedenen Welten. Sie stammt aus Ost-Berlin, er stammt aus Ulm, ist in West-Berlin, er ist einer der Leute, die hinkommen in ihren Betrieb sozusagen und dort Ordnung machen und dabei verlieben sich die beiden. Aber das ist überhaupt nicht wichtig, ihre Herkunft. Das ist nur ein Beiwerk. Wichtiger ist, dass sie beide älter sind. Es ist kein Buch über eine erste Liebe, sondern es ist ein Buch über eine letzte Liebe. Und wichtig ist das Thema des Verrats, weil es eine große Liebe ist. Und er ist verheiratet und sie ist nicht mehr verheiratet. Und aus dieser Konstellation ergibt sich, dass er jede Nacht zu einem bestimmten Zeitpunkt bei ihr aufsteht, obwohl sie ihn bettelt, noch zu bleiben und wieder nach Hause geht. Mit diesem Schmerz wird sie fertig, obwohl es ihre große Liebe ist. Aber dann fährt er mit seiner Frau in Urlaub. Und das ist für sie der Punkt, wo das Verhältnis an dem Verrat, den er begeht, zerbricht. Und sie spioniert ihm nach und sie sieht die Frau und natürlich kommt die Frau ihr unendlich banal vor und sie befreundet sich mit der Frau.
nach der Rückkehr aus dem Urlaub und eröffnet der Frau eines Tages die grauenhafte, für die Frau grauenhafte Wahrheit, dass ihr Mann jeden Abend bei ihr ist. Und daraufhin kommt der Mann nochmal zu ihr und sie weiß, dass die Geschichte zu Ende ist. Es ist, wie gesagt, die Geschichte der letzten Liebe und es gibt um das Buch einen Rahmen. Sie erinnert sich aus einer fast Beckettschen Entfernung an diese Geschichte. Dieser Rahmen ist aber für das Buch gar nicht so nötig, denn es ist ein Buch, das mit großer Eindringlichkeit diese Beziehung und das notwendige Scheitern dieser Beziehung schildert und eigentlich sagt, dass die große Liebe ein Glück und ein schreckliches Unglück ist. Ja, man kann ja wirklich nicht sagen, dass das eine sehr originelle Geschichte ist. Dreiecksgeschichten, Mann, Ehefrau und Freundin hatten wir gelegentlich schon in der Literatur. Liebe hatten wir also, auch schon. Also würde ich sagen, ist wahrscheinlich die Machart das Interessante. Oder das, was so eine Geschichte überhaupt rechtfertigt. Jetzt mal abgesehen vom subjektiven Faktor, der die Autorin vielleicht dazu gebracht hat, das gerade jetzt zu schreiben. Ost-West spielt tatsächlich überhaupt keine Rolle. Er ist Ameisenforscher und sie ist, glaube ich, Dinosaurierforscherin. Ja. Ulm und Berlin. Brontosaurier heißt das Tier, glaube ich. Oder ja, ähnlich, ja, Brachiosaurier. Noch, ja, also Frau Löffler, noch schlimmer. Frau Löffler, nur eine winzige... Das spielt winzigen, alles überhaupt keine Rolle. Es spielt keine Rolle und spielt doch eine große Rolle. Denn Frau Maron ist sehr genau, wie man mit Vergangenheiten umgeht, ob man aus Ulm kommt oder aus Ost-Berlin. Und ja, da ist das Buch sehr präzise. Oder wie man mit Sprache umgeht. Sie weiß genau, wie jemand aus Westdeutschland spricht und wie jemand spricht. Und das macht, gibt doch präzise Farben, obwohl es nicht entscheidend für die Liebesgeschichte ist, finde ich, ist eine große Qualität des Buchs, dass sie mit solchen Kleinigkeiten sozusagen auch Ost-West konfrontiert. Ich meine, dass dieses Buch mit Sprache umgehen kann. Also da könnte ich natürlich jetzt Beispiele anführen, wo man eigentlich eher erkennen würde, dass das nicht der Fall ist. Wenn da solche Sätze vorkommen, wie wir verloren uns im Mysterium unserer Körper, dann frage ich mich wirklich, ob man das eigentlich heute in einem Roman... Ja, ich fürchte, das kommt vor. Ein bisschen anders kommt vor, aber es kommt vor. Es macht nicht. Es kommt der Satz vor, wie ihr Freund sagt, er könne seine Frau nicht verlassen, da bekam ich einen Schreikrampf. Also man bekommt was ist daran so schrecklich? Bekommt man einen Schreikrampf wie ein Weihnachtsgeschenk? Ich würde jetzt auch bald einen Schreikrampf bekommen, wenn Sie so über das Buch reden. Also ich meine, dass das eine Banalität und eine Trivialität der Sprachbehandlung ist, die diesem Gegenstand so ernst wie ihn die Monika Maron nimmt, nun wirklich nicht angemessen ist. Ja. Das ist Ihr ganzes Urteil. Nein, das ist nicht mein ganzes, aber ich gebe Ihnen die Chance, jetzt auch was dazu zu sagen. Nein, ich will nicht wieder Zeitung lesen, die Männer haben die arme Frau Löffler nicht zu Worte kommen lassen. Ich nehme das Wort schon. Wir reden nicht über Grass, sondern über Maron. Ja. Also, was mich furchtbar gestört hat, ist diese Sie offensichtlich nicht weiter belastende Einführungsgeschichte. Also das beginnt ja, das spielt im Jahr 2030 oder was immer, und die alte Dame sagt, no, ich weiß nicht, was ich studiert habe. Ob es Paläontologie, bringe ich schon gar nicht mehr raus, oder Anthropologie war. Ich weiß auch nicht genau, wie der geheißen hat. Ich nenne ihn Franz, ich weiß es nicht mehr. Sie weiß gar nichts mehr. Also es ist furchtbar. Und gut, ich gebe Ihnen recht, im zweiten Teil wird es dann, erinnert sie sich ja an alles, an alle Einzelheiten. Dann ist diese Szene auch präziser und dann gibt es auch Unterscheidungen. Aber diese ganze Rahmenhandlung, diese ganze Geschichte ist furchtbar, schrecklich, eine Nachahmung von Kafka. Beckett haben Sie selber erwähnt. Darf ich einen Versuch machen, das zu rechtfertigen, obwohl der Rahmen bestimmt nicht das Stärkste ist, würde ich sagen, es ist ein gutes Mittel, zu zeigen, dass der Heldin nach dem Ende dieser Geschichte alles völlig gleichgültig ist. Das sind nämlich alles Metaphern. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt, ich weiß nicht mehr, wann es war. Es ist auch egal, denn es hat mein Leben vernichtet. Das ist das Entscheidende dieses Rahmens und insofern finde ich ihn sehr gut. Und jetzt zu dem, was Frau Löffler gesagt hat. Das Buch hat eine große Kunstfertigkeit, Distanz und Nähe, also sozusagen die Tragödie wird von der Frau so empfunden, geschildert, wie sie sie erlebt hat. Gleichzeitig hat sie die Fähigkeit, distanziert mit großer Ironie und mit großem Witz
darauf Seite. Da gibt es eine wunderbare Trennungsgeschichte, zum Beispiel über einen Hund, der in einer Scheidung, in einer Liebe. Das ist eine schöne Geschichte. Das ist eine wunderbare Geschichte, wie der Hund dann wiedererobert wird mit dem Anwalt. Entführt wird. Weil da gibt es diese Geschichte, wie die Frau die Reise des Paares verfolgt, ist von einer höhnischen Komik. Die Geschichte, wie die Frau am Abend sagt, bleib noch ein bisschen, ist mit der, und der Mann mit den dummen Ausreden kommt, ist von einer Präzision. Frau Löffler, alle Liebesgeschichten sind schon erzählt worden. Das ist aber richtig. Das Problem des Romans. Nein, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass man Liebesgeschichten mit dem Zeitkolorit anreichert und klar macht, ist natürlich eine Geschichte, die Fremdheit der Beziehung bleibt deshalb bestehen, weil die beiden aus verschiedenen Welten kommen und weil es da irgendetwas gibt, was sie trennt. Und es hängt natürlich auch mit der promiskuen Gesellschaft zusammen. Das ist eine Geschichte ganz aus der heutigen Zeit mit dem Minderwertigkeitskomplex einer, die aus der DDR kommt gegenüber einem westlichen. Und es ist ein Buch, das mich von der ersten bis zur letzten Zeile fasziniert hat. Von der ersten? Ja, trotz allem. Na, wirklich, also der Anfang hat mich wirklich gelangweilt. Ich habe mich Mühe gegeben, durchzusteigen. So, darf ich vielleicht auch was sagen? Entschuldigung. Frau Löffler, Sie möchten vielleicht was sagen. Ich habe zwar im Spiegel schon gelesen, aber bitte sagen Sie es. Ja, ich glaube, dass es sich um einen der schönsten Liebesromane dieser Jahre handelt. Ich habe schon lange keinen Liebesroman gelesen, der mich so tief berührt hätte wie dieser. Es ist ein Buch, das eine Liebesgeschichte ganz aus der Perspektive der Frau zeigt. Es ist alles aus der Perspektive der Ich-Erzählerin geboten. Deshalb ist auch die Figur des Mannes, der Franz genannt wird, nur in Umrissen sichtbar. Das ist kein Fehler, so ist es in dem Roman. Was ist das Originelle und Nicht-Originelle? Frau Löffler sagt, Gott, eine Dreieckgeschichte, ein verheirateter Mann hat ein Verhältnis mit der Ich-Erzählerin, das haben wir schon gelesen. Das ist richtig. Das Thema ist Jahrtausende Jahre alt. Nur, das Thema wird uns alle überleben. Dieses Thema kehrt wieder in der Literatur, es kommt nur darauf an, und Sie haben das so schön gesagt, Frau Löffler, nur leider nicht ausgeführt. Auf die Machart kommt es an, nicht auf das Thema selber. Die Machart ist in vielem meiner Ansicht nach ungewöhnlich. Das ist ein hocherotisches Buch von einer außerordentlichen Intensität. Und da bewährt sich die sprachliche Kraft dieser Autorin. Sie zitieren zwei Sätze, die Ihnen missfallen. Man kann noch 5 weitere oder 8 finden. Auf jeder Seite 3. Nein. Ich finde im Gegenteil, dass hier eine Schriftstellerin sprachlich ihrem Thema voll und ganz gewachsen war. Finde ich auch. Ja, sie zeigt etwas, was unerhört schwer ist zu zeigen, was in der deutschen Literatur unerhört selten gezeigt wird. Nämlich, sie zeigt, was Liebe ist. Das ist sehr, sehr schwer zu zeigen. Sie verdeutlicht Liebe und sie zeigt Sexualität. Das ist in dem Buch sehr dezent und sehr klar gemacht, hervorragend gemacht. Denn wir wollen uns über eine Sache im Klaren sein. Die Darstellung sexueller Vorgänge ist literarisch vom rein körperlichen her überhaupt kein Problem. Das ist überhaupt kein Problem, das kann jeder Anfänger machen. Denn lassen Sie mich ausreden, Herr Glotz, ich habe Sie ja auch ausreden lassen. Ob nämlich ein Schriftsteller zu schildern hat, dass jemand, ein Mensch, einen Bleistift in die Tasche gesteckt hat oder ein Glied in die weibliche Scheide, ist von dem schriftstellerischen Aufwand, der Vorgang als solcher, genau dasselbe. Der Unterschied besteht darin. Hören Sie zu, Herr Glotz. Ich höre zu, es ist höchste Zeit, dass Sie das erfahren. Ja. Es ist nämlich so, dass es darauf ankommt, die psychischen Begleitumstände dieser Vorgänge zu zeigen. Die sind beim Bleistift geringer. Eben, genau, sehr richtig. Hier ist das Problem. In unserem Beruf muss man das bezweifeln, verehrter Meister. Also, mit anderen Worten, diese psychischen Begleitumstände werden von der Monika Maron in dem Roman hervorragend gezeigt.
sehr eindrucksvoll und sehr suggestiv. Die Frage, ob dieser Rahmen unbedingt nötig war, mit der Rückerinnerung aus einer späteren Epoche, offenbar für die Autorin doch nötig. Jetzt aber eine ganz wichtige Frage, die Ost-West-Geschichte. Es ist diese Liebesgeschichte so unerhört intensiv und suggestiv meiner Ansicht nach, weil sie vor einem ganz konkreten Ost-West-Hintergrund erzählt wird. Der Hintergrund ist nicht aufdringlich, sie gibt gar nicht sehr viel, aber sie gibt das Nötige. Darf ich ein Beispiel für diese Genialität des Hintergrundes bringen? Das Wort Genialität, ja, das ist ich viel. Ich bestehe also, darauf, ja? Ich bestehe bitte darauf, Frau ja. Löffler. Das so, eine Beispiel. Also, das eine Beispiel will ich geben. Die beiden tauschen aus, was sie in ihrer Jugend gesungen haben. Und sie verrät sozusagen, dass sie, er hat evangelische Kirchenlieder und sie hatte eine Vergangenheit mit dem Kommunismus. Und sie sagt, gibt ein Lied an, das sie über Stalin gesungen hat. Jetzt kommt das gleich, diese wunderbare Brechung, wo sie sagt, es war ihm nicht wohl, dass ich meine Vergangenheit verraten habe. Mit der Kirche kann man besser umgehen. Das sind psychologisch sehr feine Gewichte, die da gezeigt werden im Selbstbewusstsein, wie sich das verschieden entwickelt hat. Ja. Ich möchte denselben Satz zitieren, der geht nämlich weiter. Und Franz guckte mich befremdlich an. Befremdlich, befremdet, nicht einmal das stimmt. Also die Erotik besteht darin. Frau Löffler, Sie müssten mal literarische Perspektiven lernen. Entschuldigung, jetzt werde ich etwas grob. Befremdlich ist, wenn ich es befremdlich finde, dass Sie mich angucken. Befremdet ist, wenn Sie befremdet sind. Also diesen total verunglückten Satz habe ich mir so verunglückt. Nein, das ist nicht verunglückt. Jetzt will ich mal sagen, wo ich befremdet war. Am Anfang dieses Romans. Ich finde es befremdlich, wie Sie argumentieren. Und Sie findet es befremdlich, wie Franz Sie anguckt. Was soll daran falsch sein in drei Teufelsnamen? Also gut, den Satz schauen wir uns nachher noch einmal an. Ja, also ich möchte an einem Punkt, Herr Glotz, das Verschmockte. Ich meine, ich bezweifle nicht, dass dieser Roman wirklich, also Sie haben vorhin dieses Beispiel mit dem entführten Hund, da gibt es wirklich gute Passagen. Aber nur bitte, am Anfang. Die alte Dame bereitet das Leintuch, auf dem sie mit dem Mann geschlafen hat, immer wieder auf dem Bett aus und betrachtet verzückt die Spur des Spermas des Herrn, der hat den Blick, also der schaut aus wie ein Umgekehrter. Sie scheinen nie verliebt gewesen zu sein schon. Und nicht getrennt. Ja. Aber sonst würden Sie verstehen, dass man solche Spermaflecken entzückt und begeistert anguckt, Herr Glotz. Es tut mir sehr leid. Sehr richtig. Sehr leid. Sehr richtig. Er schaut aus wie ein umgekehrter Pudel. Na und, warum nicht? Donnerscheiß. Also wirklich, also das ist eine Art von Sentimentalität und eine Art auch von, also ich meine, wir haben vorhin von dem Eisler gesprochen. Wir haben gesprochen von der Sexualität von 78-Jährigen mit der Mandy Dettner. Wenn ich das vergleiche mit diesem Roman, kann ich nur sagen, da laufe ich davon. Da sage ich, um Gottes Willen. Ja, gut, also wenn Sie davonlaufen, dann habe ich jetzt die Chance, etwas zu sagen. Nein. Wenn ich muss auf eine Sache hier aufmerksam machen. Die Geschichte ist doch an sich, dieses Dreieck, wie Frau Löffler zu bemerken schon Gelegenheit hatte, durchaus banal. Ein verheiratetes Paar, der Mann hat starkes Interesse an der Ich-Erzählerin, vielleicht liebt er sie, er schläft mit ihr und sie hofft, und das ist das Hochinteressante an diesem Roman. Ganz banal, wie in tausenden solcher Verhältnisse, hofft diese Ich-Erzählerin, er wird seine Frau verlassen und mit ihr zusammenleben, vielleicht sie heiraten. Er aber denkt nicht daran, seine Frau zu verlassen. Warum nicht? Vielleicht, weil er 25, 30 Jahre mit ihr verheiratet ist, Anhänglichkeit, Treue, ich weiß nicht, er will sie nicht verlassen. Und jetzt kommt das Interessante. Und das ist das, was in dem Roman so hervorragend ist, was Frau Löffler, glaube ich, zu übersehen die Güte hatte. Nämlich, die Frau versucht die ganze Zeit, sich selber zu erklären, warum dieser Mann, den sie so liebt, täglich um 1 Uhr nachts für die zweite Hälfte der Nacht zu seiner Ehefrau zu kommen. Sie kommt nicht auf die Idee, warten Sie, dass er bei seiner Ehefrau bleibt, weil er mit ihren
ganzes halbes Leben verbracht hat und nicht die Absicht hat, wie groß seine Sympathie für die Geliebte sein mag, die Ehe zu zerstören und von ihr wegzugehen. Und jetzt kommt die Pointe, die sie sehr wichtig ist. Ja. Die versucht es immer wieder damit zu erklären. Weil er aus Ulm kommt und ich aus Ost-Berlin. Er hat westliche Vorstellungen. Er hat Kirchenlieder in seiner Jugend gesungen. Ich habe die Stalin-Hymne russisch gesungen. Deswegen kommt er nicht zu mir. Nein, das ist alles nicht die Ansicht der Autorin, sondern die Ansicht der Ich-Erzählerin. Ja. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Ihr wollt offenbar alles, was die Ich-Erzählerin da tut. Und der sie, Autorin in die Schuhe schieben. Die Autorin völlig in falsch. Die Schuhe. Wissen Sie, was das... Zur Banalität möchte ich doch noch einen Satz sagen. Das Buch handelt davon, was passiert, wenn sich eine große Liebe mit der Banalität normaler Zustände begegnet. Und das schildert es auf eine unerhörte Weise, wie ich sie bisher noch nicht gelesen habe. Das muss ich wirklich sagen, die Banalität sind diese, ist eine Gesellschaft, die an Versicherungen, an Konventionen, an langen Gewohnheiten festhält. Und da ist eine Frau, die würde das eigentlich auch haben, aber leider hat sie das Pech gehabt, dass sie dem Wahn einer großen Liebe verfällt. Und das setzt dieses in Gang. Und ich finde, ich habe, und das ist sehr zeitgemäß, obwohl man das bisher oft schon gelesen hat, dass Menschen zu dritt in Beziehungen geraten. Das ist nicht das Neue, aber das ist das Zeitgemäße, dass diese moderne Banalität, diese gleitende heutige Gesellschaft auf einmal mit etwas Urtümlichem kommt. Und Herr Glotz, zu Ihnen möchte ich noch aus Romeo und Julia zitieren. Es lacht der Narben, wer die Wunden nie gespürt. Wenn man sagt, Gott, das sind diese Flecken, und das ist doch lächerlich, wie sie das schildert. Eine Verliebte schildert etwas unter Umständen lächerlich. Die Kunst der Autorin, das habe ich vorhin schon versucht zu sagen, ist, dass sie Distanz zu ihrer Heldin hat. Ja. Sie schildert die Heldin auch als lächerliche Figur, nämlich teilweise. Also die Geschichte eines erotischen Wahns und einer sexuellen Obsession. Nur eine Sache ist charakteristisch. Jetzt haben Sie das dreimal gesagt. Darf ich jetzt noch einen Satz sagen? Nein, ja, jetzt habe ich. Nein, das geht wirklich nicht. Die Idee ist doch die, dass man für einen Amour fou auch eine Sprache braucht. Ich würde noch einmal behaupten, dass die Monica Maron nicht den Funken einer Sprache für einen Amour fou hat. Für diese obsessive Liebesgeschichte zweier alter Menschen hat sie einfach nicht die Sprache. Und ich kann so Ihnen davon... Alt sind die nicht, die sind ja, 15. Ältere Leute. Aber also jedenfalls, die Ich-Erzählerin ist so alt wie Sie, Frau Löffler. Ja, ich bitte um Entschuldigung. Sie hat kein... Wenn Sie jetzt mit einem Argument ad hominem kommen, heißt das natürlich nur, dass Ihre literarischen Argumente nicht so stark sind. Doch, doch, doch. Die werden noch reichen, aber die haben mich nicht aussprechen lassen. Ja. Gut, lass also, mal, Frau Löff. Das Buch ist total missglückt. Es hat überhaupt keine Sprache. Es hängt sich auf an der Penthesilea-Geschichte und es wird von dem Penthesilea-Mythos bis zum Nichts herunter degradiert. Es ist eigentlich überhaupt nicht mehr vorhanden. Ja. Als Literatur. Es ist, was Sie eben gesagt haben, habe ich schon ähnlich in einer oder zwei Kritiken gelesen. Denn es ist sehr charakteristisch für dieses Buch. Das gilt jetzt für die Kritik in der Presse, soweit sie schon veröffentlicht war, und für unser Quartett, dass dieses Buch die Leser und Kritiker polarisiert. Ja, man kann entweder für oder gegen das Buch sein. Aber das ist keine Sache, wo man sagen kann, ja, so ein bisschen. Frau Löffler sagt ja mit Recht von ihrem Standpunkt aus total missglückt. Ja. Und ich versteige mich dazu, dass ich sage, es ist einer der wichtigsten, einer der wichtigsten Liebesromane. Also da muss doch... Eine Vermittlung ist da nicht eine Vermittlung möglich. Ist da nicht mehr möglich. Und zwar hat das zu aber tun mit dem Thema. Aber ist das jetzt ein Qualitätsausweis? Thema. Bitte? Nein. Wir stellen das nur fest. Ich frage, ist das ein Qualitätsausweis? Die Polarisierung. Ja, ist die Charakteristik eines Buches. Das ist kein Zufall, dass dieses Buch polarisiert. Es ist ein Buch, das ein Teil des Publikums auch möglicherweise ablehnen und ein Teil des Publikums dankbar lesen wird, dass es endlich mal geschrieben wurde. Auf die Gefahr hin, meinen schlechten Geschmack hier kundzutun, Gras hat nicht polarisiert. Eben. No, also er hat schon polarisiert. No. Das ist uns nicht bekannt. Es hat auch gute Kritiken gegeben. Aber wollen wir dieses nicht weiter verfolgen? Sonst kommen wir auf ein anderes Quartett zurück. Ja. Ich weiß nicht, Sie sind hier als Grass-Verteidiger. Wollen Sie fungieren? Ich weiß nicht, ich habe diese Anspielung nicht verstanden. Grass hat nicht polarisiert. Es gibt keine einzige positive Kritik. Also meine war positiv.
Ach, Verzeihung. Ja. Wir reden in eigener Sache. Verzeihung, das hatte ich vergessen. Aber Jürgen Busche war auch positiv. Nein, warum das war er nicht. Das war er nicht. Also wir wollen jetzt nicht über diese Kritiker reden, das hat keinen Zweck. Jürgen Busche war nicht positiv, sondern war vollkommen unentschieden. Aber lassen wir das. Also wir sind jetzt bei... Wir kehren noch zu... Wir müssen jetzt bald abschließen mit Monika Maron. Ja, bitte. Ich glaube, eins ist sicher, dass dieses Buch, das in so hohem Maße polarisiert, nicht zufällig ein sehr großes Publikum finden wird. Es wird das Publikum finden, weil es etwas ausdrückt, was in unserer Zeit verankert ist und was die deutsche Literatur ansonsten in diesen Jahren weitgehend aufspart. Nicht die Darstellung des Ost-West-Konflikts, wohl aber die Verwendung gewisser Ost-West-Spannungen als Hintergrund einer Liebesgeschichte. Und das ist, glaube ich, wichtig und erfreulich und ich halte viel davon. Wir gehen zum nächsten Buch über. Das Buch von Hanna Krall. Existenzbeweise. Ein größerer Unterschied als zwischen diesen beiden Büchern ist kaum denkbar. Hanna Krall, über 50 Jahre alt, eine in Polen lebende polnische Autorin, aus dem Polnischen ist es übersetzt. Der Band enthält 10 Geschichten über Juden im Zweiten Weltkrieg, aber schon das Wort Geschichte, das ich verwende, ist zweifelhaft. Es sind dokumentarische Erzählungen, es sind Reportagen und die Autorin betont an einer Stelle, es ist ja alles einfach, sie habe abgeschrieben, was sich im Leben abgespielt hat. Diese Erzählungen sind von unterschiedlicher Qualität. Eines der Merkmale der Prosa der Hanna Krall ist, dass sie alles berichtet und nichts kommentiert. Hier wird nichts kommentiert. Hier wird lapidar, lakonisch, Vorgänge werden hier referiert. Sie ist so wortkarg, dass mit ihr verglichen Hemingway beinahe ein Schwätzer ist. Ich sage, diese Wortkargheit nenne ich hier, weil sie nicht immer günstig ist für die Autorin. In den kurzen Erzählungen ist es manchmal zu sehr gedrängt und nicht leicht verständlich. Hier am Rande ein kleiner Vorwurf gegen den Verlag. Die Übersetzung ist weitgehend sehr gut. Ich habe sie mit dem Original verglichen. Die Übersetzerin versteht sehr gut polnische Slangs, die Bauernsprache und dergleichen. Das ist gut gemacht. Leider ist kein Glossar drin. In der polnischen Ausgabe ist ein Glossar vor allem verschiedener jüdischer Begriffe aus der Liturgie und dergleichen. Hier fehlt ein Glossar. Und Anmerkungen, nur ganz wenige, hätten viele Anmerkungen dem Buch nicht geschadet. Was ist denn das Wesentliche, jetzt inhaltlich? Was macht die Hanna Krall? Die Sachen sind von heute aus gesehen. Und die Zentralfiguren sind Menschen, die mit ihrer Existenz nicht zurande kommen. Es sind Polen, Christen, die plötzlich erfahren, dass sie Juden sind, die es überhaupt nicht gewusst haben. Nach 50 Jahren erfahren sie und ihre Welt verändert, ich will nicht sagen, bricht zusammen, aber sie verwandelt sich völlig. Das ist die erschütternde Geschichte der Frau, die Geschichte heißt die Kiefer, die das nach 50 Jahren erfährt, die überhaupt nicht wusste, woher sie kommt. Jetzt ist in diesem Buch die Geschichte völlig schön. Biografische Geschichte, Dokumentarisch des Pianisten Tschaikowski. Eine hochinteressante Biografie, sehr knapp erzählt und zeigt diesen Tschaikowski, der ein bedeutender Pianist war, was aus ihm, der sehr jung gestorben, was aus ihm eigentlich die Erlebnisse gemacht haben. Dass ein Mann mit einer ganz deformierten Psyche an Wahn ist das Mindeste, was man sagen muss, er ist schon am Rand des Wahnsinns. Wird geschildert. Es gibt eine andere Geschichte, die sehr charakteristisch ist, die in Amsterdam spielt. Im Milieu von Homosexuellen und AIDS-Kranken. Bei dieser Geschichte habe ich mir gedacht, wie ist das eigentlich möglich, dass die Problematik der Homosexuellen so wenig in der zeitgenössischen Literatur gezeigt wird. Das wird kommen. Das ist ein großes Thema der Zukunft. Bisher ist dieses Thema kaum behandelt worden. Man kann sich ja denken, aus welchen Gründen.
Hier haben wir im Mittelpunkt einen Juden, der homosexuell ist. Er stirbt am Ende der Erzählung. Und in Gegenwart der Mutter fragt jemand, warum hat man seiner Mutter, warum ist kein Kaddisch, das Totengebet der Juden, gesprochen worden? Und die Mutter sagt, wieso? Mein Sohn ist doch kein Jude. Es stellt sich heraus, er ist überhaupt kein Jude, aber ihm hat die Zugehörigkeit zu einer Minderheit noch nicht gereicht. Er wollte als Jude gelten. Die Frage, die Mutter fragt, oder die ich erzähle, fragt, wollte er sich erhöhen oder wollte er sich erniedrigen? Man weiß es nicht. Die Frage bleibt unbeantwortet. Diese homosexuellen Geschichte ist ergreifend und erschütternd. Wie die längeren Geschichten in diesem Band. Die kürzeren sind manchmal vielleicht etwas zu knapp. Vielleicht sollte man nicht urteilen, wenn man Inhalt angibt. Ja. Noch. Ach, richtig, das ja, auch vielleicht richtig. Sollte ja. man auch noch hinzufügen, dass die Hanna Krall der interessante Fall einer Schriftstellerin und einer Journalistin ist. Ich wollte gerade sagen, das genau ist, an der Grenze angeht. Ja. Ihre Texte sind in erster Linie mal recherchierte journalistische Reportagen, die aber auch als literarische Texte durchgehen können, würde ich sagen. Das hat sie übrigens auch mit Hemingway gemeinsam. Ja, das ist das Großartige dran. Muss man auch sagen, es ist... Was die Frau Krall in allen ihren Büchern eigentlich betreibt, ist der letzte Versuch einer Spurensuche an Spuren, die eigentlich schon vergangen und verschwunden sind. Weil es keine Gräber gibt. Es gibt keine Gräber. Sie schreibt, die Namen sollen wenigstens in meinen Büchern stehen, wenn sie schon nicht auf Grabsteinen stehen. Also ihre Spurensuche gilt den verlorenen Ostjuden, wo es eigentlich fast überhaupt nichts mehr da aber ist. Sie kann daher auch diese, ja. was Sie sagen, Herr Reichernitzky, diese Kargheit, diese Lakonie, diese vielen Löcher zwischen den Informationen, die werden ja einfach nur wie einzelne Bruchstücke, Fragmente noch einmal hochgehoben, passen sie zusammen, manchmal passen sie in der fantastischesten Weise zusammen, dass dann plötzlich eine Mutter ihre Tochter wiederfindet oder ihr Kind wiederfindet, Familien, die eigentlich einander totgewähnt haben, wieder zusammenfinden in Israel, in Toronto, in Amerika, in Polen. Aber im Grunde ist es eigentlich eine Spurensuche, wo die Zeit dagegen arbeitet. Es wird nicht mehr lange möglich sein. Darf ich noch ein Detail ergänzen? Sie haben es gerade dargestellt, Herr Reichernitzky. Es ist ja das Problem, dass diese Kinder von Juden eines sitzt auf einem Baumstumpf, nicht? Und wird gefunden von einer Polin. Und das Kind ist also, oder es ist aus einem Zug, der ins Lager fuhr oder zum Erschießen fuhr, irgendwie gerettet worden. Und dann haben Polen diese jüdischen Kinder angenommen und den Kindern bewusst nicht gesagt, dass sie Juden sind. Und die sind inzwischen auch tot, die Eltern. Und die Eltern sind inzwischen auch tot. Nein, das zeigt ja die Krall, dass die Eltern, die das Kind genommen haben, in verschiedenen Fällen, am Ende ihres Lebens dann doch dem jetzt erwachsenen Menschen sagen, du bist gar nicht danach. Meine Tochter. Im Moment des Todes. Ja. Und dann kommt die Schwierigkeit, wenn die Eltern oder Verwandten leben, dass die dann Abwehrhaltung haben. Warum will der sich an mich wenden? Was übrigens sehr gut die Konflikte in Polen zwischen dem jüdischen Element und dem polnisch-jüdischen Antisemitismus. Ja, auf der anderen Seite. Es zeigt es aber sehr, sehr plastisch. Es war ja auch eine Rettungsmöglichkeit. Und ich finde, daneben gibt es auch starke Legenden. Eine will ich doch ganz kurz erzählen. Es gibt die Geschichte von einem reichen Juden, der sich einen Bunker gebaut hat und da von Polen versorgt wird. Und er hat einen schrecklich chronischen Husten sein Leben lang und seine Frau kann nicht gehen. Und die sitzen da in dem Bunker und die Juden, die er mitgenommen hat, 20, die kriegen immer mehr Angst, dass sein Husten ihn verraten wird. Man wird das draußen hören und schlagen ihn tot. Und darauf steht die Frau, die nie laufen konnte, auf und geht zu den Deutschen und denunziert die Juden und bittet sich als einzige Gnade aus, dass sie als Letzte erschossen wird. Das ist also eine unheimlich starke, legendenartige Geschichte über diese Zeit, die das für also mich... Das Großartige an der Krall ist, dass sie, obwohl sie ganz genau an den recherchierten Fakten bleibt, sie trotzdem manchmal transzendiert. Eben, und ja. in Richtung eines Mythos. Ja. Beispielsweise die Geschichte vom Dibuk. Dass eines dieser ermordeten, in Auschwitz oder sonst wo umgekommenen Kinder als Geist, als Dibuk, Geist des Verstorbenen, in einen später Geborenen hineinfährt. Also sie bringt es fertig, auf diesen verschiedenen Ebenen mit der Erinnerung an das verlorene
Ostjudentum umzugehen, aber auch die Mythen zu retten. Und gleichzeitig Chronistin zu bleiben. Eine ganz präzise und wirklich erschütternde Chronistin zu sein. Frau Löffler, ich verstehe das noch nicht ganz. Transzendieren Mythen. Meinen Sie damit vielleicht auch, dass das, was hier erzählt wird, oft stark ins Parabolische geht? Ja, natürlich. Ich will damit sagen, dass Sie, obwohl Sie eine Reporterin ist, Ihrem eigenen Verständnis nach, auch eine Schriftstellerin ist. Das heißt, sie kann die Fakten, die sie beschreibt, auch parabolisch überhöhen. Ja, das ist ihre besondere Kunst. Die Kunst besteht darin, dass sie diese parabolische Überhöhung, diese handwerklich ausgedrückt Herstellung des doppelten Bodens, erreicht nicht durch Kommentare, nicht durch Erzählungen, sondern durch die Aneinanderreihung von Fakten. Nur durch die Fakten und Mitteilung. Das ja, aber die sind ja unglaublich raffiniert montiert. Genau, ja, das natürlich. Das ist ja das noch die viel größere Kunst, dass sie eben nicht einen doppelten Boden erzählend anstrebt, sondern dass sich der doppelte Boden aus ihrer Faktenverknüpfung ergibt. Das ist von einer ungeheuerlichen Intensität. Ich will hier noch etwas hinzufügen. Bücher über dieses Thema, über das Schicksal polnischer Juden und später nach 1945 und die Folgen und wie gezeigt wird, dass alle diese Menschen, alle, die überlebt haben, irgendwie einen Knacks haben, eine Wunde haben. Sie haben überlebt und doch nicht ganz überlebt. Ich mag diese Bücher nicht. Ich lese sie ungern. Ich lese sie ungern, weil ich sie meist als ziemlich verlogen empfinde. Gut, es sind immer wieder gut gemeinte Bücher, die ich ungern lese, weil sie so gut gemeint sind und nicht dahinter steht. Hier ist was anderes. Das ist nicht gut gemeint, sondern es ist von einer ungeheuren Intensität. Und hier wird tatsächlich gezeigt, wie sich die Sachen abspielten. Ich rede darüber vielleicht ohne die nötige Distanz. Denn eine der Personen, die da geschildert wird, die junge Sängerin Maria Eisenstadt, in die umgekommen ist, und es wird auch erzählt, es gibt zwei Versionen ihres Todes, man weiß nicht, auf welche Weise sie letztlich umgekommen ist. Ich habe sie gut gekannt. Ich habe eine Zeit lang im selben Haus gewohnt, in demselben Mietskaserne, in der auch sie gewohnt hat. Das Wenige, was über dieses junge Mädchen gesagt wird, dass in Cafés, in jämmerlichen Cafés im Warschauer Ghetto Mozart und Gluck und Verdi und Puccini gesungen hat, ist wahr. Es trifft haargenau die Figur, die Situation und die Umwelt. Die das alles kennt, die Hanna Krall nicht aus eigener Anschauung. Sie ist ja nach 1945 geboren. Aber sie hat ein Gespür für... Ich glaube, sie ist 37 geboren. Steht in 37. Ja. Naja, aber sie war sieben Jahre alt. Sie hat es recherchiert. Alles ist recherchiert. Auch die Tschaikowski-Biografie ist fabelhaft recherchiert. Glänzend, weil die ist hochinteressant, weil hier der Fall eines bedeutenden Künstlers ist, der vollkommen zerstört ist dadurch, dass seine Mutter... Das Überlebenden-Syndrom. Also seine Mutter hat den Bruder mit ins KZ genommen sozusagen und ihn überleben lassen. Und das verzeiht er seiner Mutter nicht. Er findet den Bruder bevorzugt. Darüber hat er einen Also es sind schon Geschichten von ungeheuren Dimensionen, die da erzählt werden. Nur eins, es muss die neue Auflage dieses Buches mit einem Glossar und mit Anmerkungen versehen werden. Es sind zu viele Begriffe drin, die ein deutscher Leser überhaupt nicht verstehen kann. Man kann nicht mittendrin, wir sind zum Umschlagplatz hingebracht worden. Dann muss man erklären, was der Umschlagplatz war. Das war der Platz an der Bahn, eine Bahnlinie in Warschau, wo alle Züge nach Treblinka und Auschwitz gingen. Umschlagplatz. Wer dort war, das war schon beinahe hoffnungslos, da noch freizukommen. Aber ich kenne jemanden, der heute hier ist, der dort war und rausgekommen ist. Es war schon sehr, sehr schwer, da wieder rauszukommen. Sie hat, und das ist das Wichtige, die Hanna Krall, keine Sentimentalität, keine Barmherzigkeitselemente, sondern hart erzählt, was war. Und das ist das Erschütternde, das Ergreifende dieses Buches. Es ist ein sehr gutes Buch, Ja. Wir sind uns einig, oder? Ja. Wir sind uns einig. Ja. Paul Auster, Mr. Vertigo. Paul Auster, 1947, glaube ich, geboren, der in den letzten 10 Jahren vielleicht 5
Romane, vor allem eine New York-Trilogie geschrieben hat, schreibt den Roman eines Menschen, auch wieder als Autobiografie dargestellt, der in seiner Jugend Levitation macht, also eine Art artistischer Übung. Er kann die Schwerkraft überwinden und kann für eine Varieté-Nummer über den Menschen schweben. Der Autor stellt es dar, das hat es schon mal im 18. Jahrhundert bei einem Tschechen gegeben und das hat es schon einmal, immer wieder einmal gegeben, diese Fähigkeit. Irgendwann verliert er diese Fähigkeit, weil er rasende Kopfschmerzen bekommt und diese Überwindung der Schwerkraft in ihm, also er das einfach nicht packt. Eigentlich aber ist das die Geschichte Amerikas, wenn ich es mal ein bisschen übertreibe. Der Junge ist geboren, vielleicht 1919, 1918, also irgendwann. Es beginnt die Geschichte in den 20er Jahren, wenn der 9 ist oder 10 ist. Und er wird sozusagen adoptiert von einem ungarischen Juden, Meister Yehudi. Ungarisch oder rumänisch? Ungarisch. Einem ungarischen Juden, der zusammenlebt mit einer Indianerin und einem schwarzen Jungen. Und diesen, wobei, Entschuldigung, Sie wissen, dass es zwischen Ungarn und Rumänien immer Grenzstreitigkeiten gibt. Ja, weiß ich. Immer noch heute. Heute immer noch, ja. Und eine Indianerin, ein Neger und das alles, dann finden Sie das eigentlich so glücklich, die Symbolik, die ist ganz... Amerika da nur vereint in diesem Haus. Darüber kann man streiten, ob es ein bisschen zu viel ist. Nur der erste Teil des Romans endet damit, dass der Ku Klux Klan diesen Haushalt sozusagen aufmischt und die Indianerin und diesen Negerjungen aufhängt und das Haus anzündet. Und also es schleppt viel amerikanische Welt mit sich, dieser Roman. Dieses Beispiel, also dieser Brutalität, dieser faschistischen oder wie man das bezeichnen will, Ku Klux Klan-Gruppierung, die diese Menschen da umbringt, zeigt eben doch sehr viel von diesem Amerika. Und dann wird der Junge, nachdem er also nicht mehr diese Eigenschaften nicht mehr beherrscht, und weil diese Kopfschmerzen so schrecklich werden, dann gerät er in ein Gangstermilieu, dann anschließend kommt er in den Krieg. Entschuldigung, Sie haben vor dem Wort Fliegen eine solche Scheu wie andere Leute vor Sexualausdrücken. Diese Fähigkeit des Jungen, er kann fliegen. Ich stimme Ihnen zu, Herr Kaiser. Ja, ich wollte nur von... Sie haben mich jetzt richtig, wie sieht Frau Sie haben meine Darstellung richtig verbessert. Das ist absolut richtig, was Sie sagen. Ja. Ich verstehe natürlich, Herr Glotz, dass man da zunächst mal in einem durchaus realistischen Roman Schwierigkeiten hat, wenn einem dann erzählt wird, der Bub kann fliegen. Ich habe dieses Fliegen können aber eigentlich gelesen als eine Pubertätsmetapher, als einen Pubertätsmythos. Also sozusagen die Idee, Kinder sind... allmächtig, allwissend, Kinder sind genial begabt und in der Pubertät vor allem, verliert wenn sie es sich. Geprügelt und ein bisschen gequält werden, wie das der Meister Yehudi ja mit ihm tut, nicht? Ja, Frau Löffler, darf ich eine Ergänzung dazu? Ist es nicht vielleicht auch eine Künstlermetapher? Es ist eine Metapher darüber, wie jemand zum Künstler wird, was er dafür für einen Preis bezahlt. Und wie er das wieder verliert, wenn er in die Banalität der Welt reinkommt. Ja, wenn Sie die Pubertät mit dem Eintritt in die Banalität der Welt gleichsetzen, dann würde ich dem zustimmen. Nein, die Pubertät nicht, sondern die Erreichung dieser und dass er dann andere Ziele hat und dass er dann nicht mehr... Künstler insofern, ich habe während des Lesens eigentlich auch oft an den Dr. Faustus von Thomas Mann gedacht, der ja seine Künstlerschaft bezahlt, ebenfalls mit rasenden Kopfschmerzen. Ich nehme an, dass der Paul Auster da auch vielleicht ein bisschen... Ich habe an Kafka gedacht, so Josephine und solche Erzählungen. Ja. Also jedenfalls, dass der Künstler oder der etwas Außerordentliches kann, dafür bezahlen muss. Mhm. Und dass er diese Fähigkeit aber in der Pubertät verliert, ist schon etwas, worauf dieser Roman großen Wert legt. Das ist ihm schon wichtig. Es gibt diese berühmte Szene, wo dann der Meister Yehudi sagt, wir könnten unter Umständen deine Fähigkeit zu fliegen retten. Du musst dich kastrieren lassen. Wenn du das tust, es gibt Beispiele dafür, dass du nicht erwachsen wirst und dass du das dann weiter kannst. Das empfinde ich eben wirklich als Künstlernovelle. Künstler heißt, einen Preis zu zahlen. Und Künstler heißt ja auch ewig Kind bleiben. Das steckt ja in dem Künstlerbegriff auch ein bisschen drin. Mhm. Ich glaube, dass das schon eine Rolle spielt. Und dass er aber das
eigentlich Angenehme an diesem Buch, über das man viel streiten kann, ist, dass am Schluss eine zweite Welt kommt, die, wo er wird dann Mafia-Angestellter und alles furchtbar, aber er wird dann in einem bescheidenen, banalen Glück, hat er nochmal dieselbe Sache, als wenn er fliegen könnte. Also Oster gibt zumindest die Möglichkeit an die Hand, dass man auch bescheidener, ohne Fliegen, mit Sinn auslässt. Könnten Sie mir eigentlich sagen? Der Schluss des Romans, wenn ich ihn richtig gelesen habe, dass er am Schluss wieder fliegen kann. Fast. Ja, am Schluss hebt er ab. Ja, also im Alter wird ihm noch einmal diese Gabe zuteil. Wie beurteilen Sie eigentlich den Roman? Also er ist eine Petitesse. Im Gesamtwerk des Paul Auster gibt es bei bestimmt wichtigere und bedeutendere Romane als diesen. Ich habe ihn nicht ungern gelesen. Ich habe mich ein bisschen geärgert über den Etikettenschwindel des Titels. Vertigo heißt ja so viel wie Höhenschwindel. Höhenschwindel hat aber der Junge genau nicht. Er kann nicht mehr fliegen, aus anderen Gründen, die wir schon dargestellt haben, aber nicht deshalb, weil er schwindelig wird. Der Alte sagt dann, du wirst dann nicht als Flieger, sondern als Mr. Vertigo in die Geschichte. Gut, es ist nicht wichtig. Aber, es ist, und seine ist Kneipe kein, heißt Vertigo. Ja, also, es, ist kein, kein sonderlich bedeutendes Buch, würde ich sagen. Auch dieser Schnellkursus durch die Geschichte der Amerikas des 20. Jahrhunderts, da gibt es auch andere. Ich möchte ein bisschen verteidigen, weil es natürlich... die Mobilität in Amerika. Also das heißt, wie der von Wichita oder von St. Louis über Wichita dann, ich weiß nicht, wohin gerät. Bitte? Ja, nicht, nein. Und wir, Sie haben mich gerade schon so berechtigt mit dem Fliegen korrigiert. Jetzt sage ich ja. Nicht. Hatte, Sie kommen schon wieder da drauf. Ich wollte nur Wichita sagen. Ja, okay, Wichita. Ja, okay. Und wie er die Lakonik dieser Großstädte und wie er das darstellt, ich finde das schon... ich will nicht sagen, dass das erste Mal ist, aber es führt mehr Welt mit sich als Monika Maron. Bei da sind Gott. Wir beide einig. Bei Gott, ja. Aber das ist kein Kunststück. Ja. Also, das nennt man im Fußball nachtreten, Frau Löffler. Ja. Also bitte, nur lasst mal. Dieser Roman von Paul Auster, ihr habt ja alles schon, die Motive und die Handlung, alles geschildert, alles richtig geschildert. Ich habe mich gequält und ich finde den Roman sehr, sehr schwach und im Grunde genommen völlig uninteressant. Für mich war es ein Zeitverlust, das zu lesen. Die Sache ist die, dieser Auster hat ja nun schon 8 oder 9 Romane geschrieben, mehrere Filme. Einen habe ich gerade gesehen, Smoke, ein schöner Film, nur das Schwächste ist das Drehbuch bei dem Film, das Auster-Drehbuch. Die Regie und die Schauspielerei haben mir sehr gefallen. Nein, also es legt den Gedanken nahe, dass Sie von Filmen nicht viel verstehen, denn es gibt keinen guten Film nach einem schlechten Drehbuch. Das gibt es auf der ganzen Welt nicht. So. Wenn das Drehbuch schlecht ist, kann der Film nicht gut sein. Das kann nicht klappen. Also darüber können wir nachher. Aber gut, das können wir nach Filme der Sendung sind so schlecht, machen. Herr Karasek, weil die deutschen Drehbücher so schlecht sind. Gut, das ist wieder ein anderes Thema. Ja, also lass mal den Film, das ist ein weites Feld. Ja. Das ist ja Nein, dieser Auster hat ja Romane geschrieben, die beachtlich sind, lesenswert. Und er wird nach meinem Gefühl immer schwächer und immer schlechter. Und ich glaube, das hat einen Grund. Und er ist nicht der Einzige. Es wiederholt sich in der amerikanischen Literatur unserer Tage. Die Leute produzieren wahnsinnig viel. Auster ist immer wieder mit einem neuen Roman und neuer Film und noch eine Erzählung und noch was da. Einem gewissen Herrn Balzac hat das nicht so sehr geschadet. Mein lieber, Genies kommen mit allem zu Rande. Und ich habe gelernt in meiner Jugend, dass man solche Namen wie Balzac oder Picasso nur was die oder viel, ja, überhaupt nicht ich, mehr, ja. Ich habe richtig. Mal gesagt über irgendeine Szene in dem Lierstück von dem Bond, diese Blendung des Gloucester ist bei Shakespeare viel besser. Ja, und da hat einer, ich glaube, es war Helmut Karasek, mir gesagt, ja, Shakespeare hat alles besser gemacht. Also nun lassen wir mal Shakespeare, Balzac, Tolstoi und Dostoevsky. Gut, entschuldige. Aber man, wir können dem Paul Auster die Zukunft als Schriftsteller nicht ganz absprechen. Das nächste Buch ist vielleicht wieder besser. Natürlich, aber wir sind ja immer auf sogar bei Gras halten ich, wir es für möglich. Ja. Das nennt man Nachtreten. Ja, das habt ihr eigentlich. Nein, jetzt darf ich
alleine ein ich scheine heute der Einzige zu sein, dem fast alle Bücher gefallen. Was ist mit mir los? Aber ich möchte für ein gütiger Mensch. Nein, ich möchte vom Oster doch sagen, das Buch hat im ersten Teil einen angenehmen Huckleberry Finn-Tonfall. Es Ach, hat in ja. der, wenn der in kleine der Junge so ja, finde ja, ich sehr ja. richtig. Es hat im zweiten Teil, wo die über die Dörfer ziehen, auch das kommt übrigens aus dem Huckleberry Finn, da gibt es ja auch solche Künstlertruppen, hat es eine ganz schöne ironische Genauigkeit. Die Schilderung der Frau, die Partnerin dieses Yehudi ist, finde ich sehr angenehm und witzig. Also ich habe mich, ich will nicht sagen, es ist große Literatur, aber ich habe das Buch mit einem ziemlichem Vergnügen gelesen. Na, also beneidenswert, wer das mit Vergnügen gelesen hat. Ich nicht. Ich möchte aber auf etwas aufmerksam machen, woran vielleicht manche Zuschauer dieses Quartetts heute denken. Das wollen wir mal klar sagen. Wir sprachen hier über ein Buch von Eisler, wo es beinahe ausschließlich um Juden geht. Wir sprachen über ein Buch von Hanna Krall, wo es ausschließlich von Juden geht, wenn einer kein Jude ist, eben, wo sich am Ende herausstellt, dass er einen Juden gespielt, als Jude gelten wollte und doch kein Jude ist. Und wir haben hier ein Buch von Paul Auster, wo eine der Hauptfiguren Yehudi auch ein Jude ist. Da muss die Frage gestellt werden, warum eigentlich? Was ist denn los? Wieso wird so viel über Juden erzählt? Das hat einen Grund. Und das muss man mal klar und deutlich sagen. Juden dienen den Schriftstellern sehr häufig als Beispiele extremer Figuren, extremer Schicksale. Es ist kein Zufall, dass einer der größten Romane dieses Jahrhunderts von James Joyce, der Ulysses, einen Juden im Mittelpunkt hat. James Joyce war kein Jude, weiß Gott nicht. Aber er hat einen Juden, den Annoncenakquisiteur Leopold Bloom, zum Helden gemacht. Shylock darf ich nicht erwähnen, gell? Ja, dann kommen wir, wird noch gleich Nathan erwähnt. Nein, Nathan nicht. Ich meine, ich habe nicht gern, dass man über die Jahrhunderte springt. Das heißt, wir in unserer Literatur des 20. Jahrhunderts ist die Rolle der Juden als Thema der Literatur enorm, weil es immer wieder darum geht, am Beispiel jüdischer Schicksale, Extremschicksale des Menschen, Extremsituationen zu zeigen. Das ist ja bei dem Eisler die ganze Zeit der Fall. Ja. Die ganze Zeit. Alle Figuren, die er zeigt, sind Beispiele menschlicher Schicksale in unserem Jahrhundert und sind nur dadurch, weil es Juden sind, ist es extremisiert oder, wenn Sie so wollen, radikalisiert. Dies ist der Grund. Ja, ich glaube, wir können den Roman von Oster, der Helmut Karasek so gefallen Nein, hat. Nein, ich habe ja. nicht gesagt, es ist groß. Ich habe nicht gesagt, es ist der Petitesse Oster. Hat Frau, das ist ein zärtliches Wort, Frau Löffler, Petitesse, für mich schon ein Willy Brandt-Wort übrigens. Zu zärtlich. Ja, und wie ist es mit John Updike? Ja, das ist ein Buch, das mit dem Judenthema gar nichts zu tun hat und auch von keinem jüdischen Autor ist. John Updike, eigentlich der Spezialist für das weiße Mittelstandsamerika, anglosächsisch, protestantisch, weiß, hat einen Ausflug gemacht nach Brasilien. In ein fiktives Brasilien, möchte ich gleich hinzusetzen. Er versucht sozusagen im Mimikry wie Garcia Marquez zu schreiben. Also ein magisch-realistisches Brasilien. Dort hat er ein Liebespaar sich ausgedacht. Er hat sich es gar nicht ausgedacht. Er hat Tristan und Isolde noch einmal erzählt. Allerdings den Konflikt oder die Barriere zwischen beiden ist die Rasse, die Hautfarbe. Ein weißes, reiches Diplomatenmädchen, Isabel, und ein schwarzer Junge aus den Favelas kommen zusammen als Liebespaar auf den ersten Blick. Und wir erleben ihre Liebesgeschichte, die auch eine pikareske Geschichte ist. Die beiden müssen flüchten, weil sie halt wegen ihrer sozialen Unterschiede nicht zusammenkommen sollen, laut den Familien. Sie flüchten ins Landesinnere. Sie erleben allerlei immer pikareskere Abenteuer. Unter Goldschürfern, unter Indios, bis sie zu einem Schamanen kommen, der es tatsächlich möglich macht. Wir haben heute irgendwie die Wunder,
Also der eine kann fliegen und der Schamane macht, dass die Hautfarben der beiden sich ändern. Also sie wird eine Schwarze und er wird ein Weißer. Das ist dann sozusagen die Farbdifferenz einmal auf die andere Seite gezeigt. Was nicht ganz unwichtig ist, denn wenn die Frau eine Schwarze ist, hat das andere Valeurs, als wenn die Frau weiß ist. In der Tat glaube ich, dass der John Updike in erster Linie an den an der Sexualkomponente dieser Hautdifferenz interessiert war. Die beschreibt er allerdings auch mit sehr viel grafischem Detail. Ich will mal so sagen, damit ich auch mal ein Buch schlecht finde, das Buch ist der schreckliche Fall eines Pianisten, der wunderbar Klavier spielen kann und auf einmal sagt, ich will auch Trompete spielen. Und dann bläst er ganz fürchterlich hinein. Das Wort blasen ist nicht ganz zufällig gewählt. Wir sind heute offensichtlich... Also, nein, das ist in der Literatur spielt das eine große Rolle. Ich will mal so sagen, Updike, der wirklich den amerikanischen Mittelstand bis in die letzte Verästelung schildern kann, begibt sich hier auf ein Glatteis, kann man bei Brasilien nicht sagen, das ist das falsche Bild, in einen Sumpf, den er nicht beherrscht. Das zeigt sich schon daran, dass er auf eine entnervende Weise immer wieder brasilianische Begriffe kursiv setzt. Also Favelas und weiß, das kennen wir ja gerade auch noch. Oder Caipirinha, ein Getränk, das es inzwischen hier auch gibt und das sehr gut schmeckt. Aber gut, das alles will ich nicht erwähnen. Aber es ist schon nervig, dieses angelesene Brasilien, das er zur Schau trägt. Er gibt übrigens die Literatur hinten an, aus der er das geschöpft hat. Jetzt das ich glaube, das Einzige, wo er es wirklich hergeschöpft hat, gibt er nicht an. Und das ist die schöne Form der Telenovela. Ich glaube, er hat tatsächlich eine Telenovela geschrieben. Abgeschrieben. Ja, das Schreckliche ist nur, dass er, und das kann nicht nur an der Übersetzung liegen, ich habe das Original mir nicht angeguckt, dass er nun für die Liebe und für die Sexualität eine Sprache zur Verfügung hat, die so grauenerregend ist und so schrecklich und so armselig, dass ich wirklich glaube und fürchte, es gibt so was Schreckliches wie Altmännerfantasien. Und davor fürchte ich mich, wenn ich dieses Buch lese. Also, und es ist ein Grauen. In uns erregt unterschiedliches Grauen, Herr Karasek, das muss man einfach feststellen. Ich finde die Beschreibungen der Sexualität nicht so grauenhaft wie Sie. Aber jetzt mal davon abgesehen, nehmen Sie mal am Anfang, gibt es eine Schilderung, da lebt dieses Mädchen bei ihrem Onkel. Mhm. Und dann schildert sie diesen Onkel, der offensichtlich ein nichtsnutziger oder mehr oder weniger nichtsnutziger Lebemann ist, der Oberschicht. Und wie dieses, die Wohnung, wie er sich verhält, wie das dargestellt ist, ist schon wirklich die Kunst, die Updike ansonsten an den amerikanischen Mittelschichten Hier kommt das Ganze wie ein Otto-Katalog vor, die Schilderung. Er hat sich einen brasilianischen Wohnungskatalog hingelegt und schildert nun, wie es in der südamerikanischen Wohnung aussieht. Wir können doch klar sagen, was ein großes Werk ist es nicht. Kann man das nicht nennen. Ein großes Werk ist das nicht. Das ist ein ganz anderer Fall. Wir haben es zu tun mit einem Schriftsteller, einem Repräsentanten der Weltliteratur, einem der ganz großen Schriftsteller. Autor, und dass er den Nobelpreis immer noch nicht bekommen hat, obwohl ich mir redlich Mühe gegeben habe, ist höchst bedauerlich. Es sind mir Geschichten, Kurzgeschichten von Updike nach 30 Jahren noch in Erinnerung. Ja, und diese Romane. Und es ist eine Krise eines Schriftstellers, die man sich schlimmer kaum vorstellen kann, dass er so etwas abgeliefert hat. Und dass ihm kein Lektor in den Arm fällt und sagt, das darfst du nicht veröffentlichen. Nein, also, Herr Karasek, das gibt es nicht. Verlangen Sie nicht solche Geschichten. Es gibt deutsche Schriftsteller, wenn die kompletten Schwachsinn ihrem Verlag liefern. Bitte nicht wieder. Keine Namen. Schriftstellerinnen. Also, dann hat der Verlag zwei Möglichkeiten, zu drucken oder abzulehnen. Lehnt er ab, dann geht dieser prominente Schriftsteller zu einem anderen, denn 12 andere Verlage sind glücklich, wenn sie Handke bekommen. Aber es ist doch ein Unfall, dieses Buch. Er hat einen Namen genannt. Ja, riskiere ich es, einen Namen zu nennen. Genauso hier ist es eine höchst traurige Sache. Natürlich hat der amerikanische Verlag es nicht gewagt, das Buch von Updike abzulehnen. Er würde mit diesem Buch zu einem anderen Verlag gehen, der das Geschäft sofort machen würde.
ob ein Buch gut oder schlecht ist, ist für einen Verleger eine zweitrangige, eine sekundäre Überlegung. Die entscheidende ist, bringt es Geld oder bringt es Geld nicht? Und das ist gut so. Verleger sind Geschäftsleute und nicht hohe Priester der Kunst. Dieses Buch wird sicher Geld bringen, es hat so viel pornografische Stellen. Nein, es ist auch, ja, auch als Pornografie. Ich möchte die Zuschauer warnen, ja. Auch Freunde der Pornografie ja. werden bei diesem kaltschnäuzigen, blöden Schilderungen vergleichen mit Bananen ja. und Cashewnüssen. Ja, und es ist so furchtbar. Es ist also so grauenerregend. Ich meine, das ist doch die Darstellung der Sexualität, wie wir sie in dieser Art in der Weltliteratur noch nicht hatten. Der Klomalereien das, die, sind das Hauptmotiv ist ein Wort, ich muss es hier aussprechen. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Brüderie, ich meine, es bitte gibt nicht. Kapitel, wo man unentwegt lesen muss. Bitte nicht. Wir werden ficken, wir nein, haben nein, fickt, wir wollen ficken. Wir bitte nicht. Wir bitte nicht. Ohne die Herrschaften aus. Übertreiben. Ja. Nein, doch, ein bisschen überhaupt nicht. Ja. Nein, das ist alles. Mehr als diese Vokabel hat ihr nicht zu bieten. Manchmal kommt Vögeln, das ist eine Abwechslung. Und man sieht das mit Freude, diese Abwechslung, die gelegentliche. Kurz, die Frage kann aber gestellt werden, warum habt ihr hier, literarisches Quartett, das Buch, das so miserabel ist, überhaupt heute hier besprochen. Aus einem einzigen Grund, weil wir meinen, dass die Zuschauer einen Anspruch darauf haben zu erfahren, was das neue Buch eines so bedeutenden und hervorragenden Schriftstellers wie John Updike, was es taugt und wie es ausschaut. Das wär's und jetzt, nach allem können wir ruhig sagen, wir sehen betroffen, den Vorhang zu und alle Fragen offen. Das ist wohl Manhattan, ein Altersheim. Das ist der Hintergrund, der Rahmen. Gezeigt wird hier eins, eine Auseinandersetzung mit Europa im 20. Jahrhundert. Es geht um die europäische Kultur, um europäische Morde, europäische Barbarei. Das alles wird dort reflektiert. Denn alle diese Menschen kommen aus Europa, ob sie direkt aus Europa übergesiedelt sind oder in der europäischen Kultur stecken, ist unterschiedlich, aber sie kommen alle de facto aus Europa. Und ein Werk, ein Höhepunkt europäischer Literatur steht im Mittelpunkt, Hamlet. Die Hamlet-Aufführung dient wohl in erster Linie den etwas heiter besinnlichen Elementen in diesem Buch. Das ist ja ein heiteres Buch. Ein sehr heiteres Buch. Er ist sehr, ja. will ein heiteres Buch schreiben und das ist dem Autor gelungen. Eine völlig überraschende Sache, ist etwas völlig Neues in der Weltliteratur. Wir alle haben immer gelernt, ein Leben lang, außer Fontane gibt es das nicht. Nur Fontane hat im späten Alter angefangen, Romane zu schreiben. Und Fontane, die große Hoffnung aller 70-Jährigen, die ein Debütroman zuschicken, schreiben mal, vielleicht bin ich ein Fontane, ich bin 73, ist mein erster Roman. Und ich beruhige die Leute immer, das ist alles gelogen. Fontane hat mit 25 schon geschrieben. Nicht so gut, Tage. Aber... Keine Romane, ja. aber schon ganz ordentlich geschrieben. Ja. Zurück zu dieser. Wir haben jetzt neue Autoren, Professoren ab und zu. Wiewohl Professoren, Universitätsprofessoren, können sie schreiben. Und einer davon ist Alan Ayler. Er ist über 60 und hat diesen Roman also geschrieben. Also heißt er jetzt Eisler oder Ayler? Eisler heißt er. Eisler. Das ist der deutsche Name Eisler, EIS, mit veränderter ja. Schreibweise. Nur die Schreibweise ist verändert. Dass der Dadaismus eine solche Rolle spielt, dass er einen Rückblick gibt, dass er in die Biografie des Körner, Welkörner, der Autor Eisler, diese Zürich-Episode sehr stark ausbreitet, hat ja einen tieferen Sinn. Zürich wird hier, und der Dadaismus damit auch, zum Symbol der europäischen Entwicklung, der europäischen Kultur, er trifft dort Lenin. Um den Ersten Weltkrieg und nach dem Ersten Weltkrieg. Die Frage ist, Frau Löffler hat schon recht, da sind zwei Romane,
Altersheim-Roman mit Hamlet-Aufführung und Lebensgeschichte von Otto Körner. Die gehören doch wohl beide zusammen. Sie sind vielleicht nicht immer so makellos ineinandergefügt, aber sie gehören zusammen und sollen wohl zeigen, den Abschied, so sieht es der Autor, von einer europäischen Welt, die es nicht mehr gibt, die untergeht. Ich meine, Entschuldigung. Figuren, die eigentlich schon vergangen und verschwunden sind. Weil es keine Gräber gibt. Es gibt keine Gräber. Sie schreibt, die Namen sollen wenigstens in meinen Büchern stehen, wenn sie schon nicht auf Grabsteinen stehen. Also ihre Spurensuche gilt den verlorenen Ostjuden, wo es eigentlich fast überhaupt nichts mehr da aber ist. Sie kann daher auch diese, ja. was Sie sagen, Herr Reichernitzky, diese Kargheit, diese Lakonie, diese vielen Löcher zwischen den Informationen, die werden ja einfach nur wie einzelne Bruchstücke, Fragmente noch einmal hochgehoben, passen sie zusammen, manchmal passen sie in der fantastischesten Weise zusammen, dass dann plötzlich eine Mutter ihre Tochter wiederfindet oder ihr Kind wiederfindet, Familien, die eigentlich einander totgewähnt haben, wieder zusammenfinden in Israel, in Toronto, in Amerika, in Polen. Aber im Grunde ist es eigentlich eine Spurensuche, wo die Zeit dagegen arbeitet. Es wird nicht mehr lange möglich sein. Darf ich noch ein Detail ergänzen? Sie haben es gerade dargestellt, Herr Reichernitzky. Es ist ja das Problem, dass diese Kinder von Juden eines sitzt auf einem Baumstumpf, nicht? Und wird gefunden von einer Polin. Und das Kind ist also, oder es ist aus einem Zug, der ins Lager fuhr oder zum Erschießen fuhr, irgendwie gerettet worden. Und dann haben Polen diese jüdischen Kinder angenommen und den Kindern bewusst nicht gesagt, dass sie Juden sind. Und die sind inzwischen auch tot, die Eltern. Und die Eltern sind inzwischen auch tot. Nein, das zeigt ja die Krall, dass die Eltern, die das Kind genommen haben, in verschiedenen Fällen, am Ende ihres Lebens, dann doch dem jetzt erwachsenen Menschen, doch sagen, du bist gar nicht meine Tochter. Im Moment des Todes. Ja. Und dann kommt die Schwierigkeit, wenn die Eltern oder Verwandten leben, dass die dann Abwehrhaltung haben. Warum will der sich an mich wenden? Was übrigens sehr gut die Konflikte in Polen zwischen dem jüdischen Element und dem polnisch-jüdischen Antisemitismus. Ja, auf der anderen Seite. Es zeigt es aber sehr plastisch. Es war ja auch eine Rettungsmöglichkeit. Und ich finde, daneben gibt es auch starke Legenden. Eine will ich doch ganz kurz erzählen. Es gibt die Geschichte von einem reichen Juden, der sich einen Bunker gebaut hat und da von Polen versorgt wird. Und er hat einen schrecklich chronischen Husten sein Leben lang und seine Frau kann nicht gehen. Und die sitzen da in dem Bunker und die Juden, die er mitgenommen hat, 20, die kriegen immer mehr Angst, dass sein Husten ihn verraten wird. Man wird das draußen hören und schlagen ihn tot. Und darauf steht die Frau, die nie laufen konnte, auf und geht zu den Deutschen und denunziert die Juden und bittet sich als einzige Gnade aus, dass sie als Letzte erschossen wird. Das ist also eine unheimlich starke, legendenartige Geschichte über diese Zeit, die das für also mich... Das Großartige an der Krall ist, dass sie, obwohl sie ganz genau an den recherchierten Fakten bleibt, sie trotzdem manchmal dran... produzieren wahnsinnig viel. Oster ist immer wieder mit einem neuen Roman und neuer Film und noch eine Erzählung und noch was da. Einem gewissen Herrn Balzac hat das nicht so sehr geschadet. Mein lieber, Genies kommen mit allem zu Rande. Und ich habe gelernt in meiner Jugend, dass man solche Namen wie Balzac oder Picasso nur was die oder viel, Shakespeare... Ja, überhaupt nicht ich, mehr. Ja, ich habe richtig mal gesagt über irgendeine Szene in dem Lierstück von dem Bond, diese Blendung des Gloucester ist bei Shakespeare viel besser. Ja. Und da hat einer, ich glaube, es war Helmut Karasek, mir gesagt, ja, Shakespeare hat alles besser gemacht. Also nun lassen wir mal Shakespeare, Balzac, Tolstoi und Dostoevsky. Gut, Entschuldigung. Aber wir können dem Paul Auster die Zukunft als Schriftsteller nicht ganz absprechen. Das nächste Buch ist vielleicht wieder besser. Natürlich, aber wir sind ja immer auf sogar bei Gras halten wir es für möglich. Ja. Das nennt man Nachtreten. Ja, das habt ihr eigentlich. Nein, jetzt darf ich ich scheine heute der Einzige zu sein, dem fast alle Bücher gefallen. Was ist mit mir los? Aber ich möchte für ein gütiger Mensch. Nein, ich möchte vom Auster doch sagen, das Buch hat im ersten Teil einen angenehmen Huckleberry Finn-Tonfall. Wenn der kleine Junge so spielt, finde ich sehr gut. Es hat im zweiten Teil, wo die über die Dörfer ziehen, auch das kommt übrigens aus dem Huckleberry Finn, da gibt es ja auch solche Künstlertruppen, hat es eine
ganz schöne ironische Genauigkeit. Die Schilderung der Frau, die die Partnerin dieses Yehudi ist, finde ich sehr angenehm und witzig. Also ich habe mich, ich will nicht sagen, es ist große Literatur, aber ich habe das Buch mit einem ziemlichen Vergnügen gelesen. Na, also beneidenswert, wer das mit Vergnügen gelesen hat. Ich nicht. Ich möchte aber auf etwas aufmerksam machen, woran vielleicht manche Zuschauer dieses Quartetts heute denken. Das wollen wir mal klar sagen. Wir sprachen hier über ein Buch von Eisler, wo es beinahe ausschließlich um Juden geht. Wir sprachen über ein Buch von Hanna Krall, wo es ausschließlich von Juden geht, wenn einer kein Jude ist, eben, wo sich am Ende herausstellt, dass er einen Juden gespielt, als Jude gelten wollte und doch kein Jude ist. Und wir haben hier ein Buch von Paul Auster, wo eine der Hauptfiguren Yehudi auch ein Jude ist. Da muss die Frage gestellt werden, warum eigentlich? Was ist denn los? Wieso wird so viel über Juden erzählt? Das hat einen Grund. Und das muss man mal klar und deutlich sagen. Juden dienen den Schriftstellern sehr häufig als Beispiele extremer Figuren, extremer Schicksale. Es ist kein Zufall, dass einer der größten Romane dieses Jahrhunderts von James Joyce, der Ulysses, einen Juden im Mittelpunkt hat. James Joyce war... Omnia animal triste, nach dem Geschlechtsverkehr sind, oder nach der Liebe, sind alle Wesen traurig. Wir sind heute immer beim gleichen Thema, habe ich den Eindruck, was? Na, Moment. Ja, das ist so im menschlichen Leben. Ja, das spielt schon eine Rolle, Liebe und Geschlechtsverkehr. Also Monika Maron hat einen Liebesroman geschrieben und die Heldin und der Held kommen aus verschiedenen Welten. Sie stammt aus Ost-Berlin, er stammt aus Ulm, ist in West-Berlin, er ist einer der Leute, die hinkommen in ihren Betrieb sozusagen und dort Ordnung machen und dabei verlieben sich die beiden. Aber das ist überhaupt nicht wichtig, ihre Herkunft. Das ist nur ein Beiwerk. Wichtiger ist, dass sie beide älter sind. Es ist kein Buch über eine erste Liebe, sondern es ist ein Buch über eine letzte Liebe. Und wichtig ist das Thema des Verrats, weil es eine große Liebe ist. Und er ist verheiratet und sie ist nicht mehr verheiratet. Und aus dieser Konstellation ergibt sich, dass er jede Nacht zu einem bestimmten Zeitpunkt bei ihr aufsteht, obwohl sie ihn bettelt, noch zu bleiben und wieder nach Hause geht. Mit diesem Schmerz wird sie fertig, obwohl es ihre große Liebe ist. Aber dann fährt er mit seiner Frau in Urlaub. Und das ist für sie der Punkt, wo das Verhältnis an dem Verrat, den er begeht, zerbricht. Und sie spioniert ihm nach und sie sieht die Frau und natürlich kommt die Frau ihr unendlich banal vor und sie befreundet sich mit der Frau nach der Rückkehr aus dem Urlaub und eröffnet der Frau eines Tages die grauenhafte, für die Frau grauenhafte Wahrheit, dass ihr Mann jeden Abend bei ihr ist. Und daraufhin kommt der Mann nochmal zu ihr und sie weiß, dass die Geschichte zu Ende ist. Es ist, wie gesagt, die Geschichte der letzten Liebe und es gibt um das Buch einen Rahmen. Sie erinnert sich aus einer fast Beckettschen Entfernung an diese Geschichte. Dieser Rahmen ist aber für das Buch gar nicht so nötig, denn es ist ein Buch, das mit großer Eindringlichkeit diese Beziehung und das notwendige Scheitern dieser Beziehung schildert und eigentlich sagt, dass die große Liebe ein Glück und ein schreckliches Unglück ist. Ja, man kann ja wirklich nicht sagen, dass das eine sehr originelle Geschichte ist. Dreiecksgeschichten, Mann, Ehefrau und Freundin hatten wir gelegentlich schon in der Literatur. Liebe hatten wir also, auch schon. Also würde ich sagen, ist wahrscheinlich die Machart das Interessante. Oder das, was so eine Geschichte überhaupt rechtfertigt. Jetzt mal abgesehen vom subjektiven Faktor, der die Autorin vielleicht dazu gebracht hat, das gerade jetzt zu schreiben. Ost-West spielt tatsächlich überhaupt keine Rolle. Er ist Ameisenforscher und sie ist, glaube ich, Dinosaurierforscherin. Ja. Ulm und Berlin. Brontosaurier heißt das. Ein geringer Teil der Erzählung. Aber ist nicht das Zentrale doch diese Erinnerung letztlich, die fast nicht ausgesprochene Erinnerung an den Holocaust? Ich finde das sehr schön, ich will nur sagen, ich finde das ist richtig sehr schön verzahnt. Und ich finde das einen schönen
Künstlerroman. Ein Künstlerroman über Künstlereitelkeiten, die im Alter genauso wenig aufhören. Man möchte eine bessere Rolle haben. Man möchte eine bessere Rolle haben. Obwohl er ja kein Künstler ist, Herr Karasek. Ich meine, er hat als junger Mann einen Lyrikband geschrieben und den hat Rilke gelobt. Er hat von Rilke einen Brief bekommen. Der Rilke-Briefe dann geklaut im Altersheim. Nicht ohne Witz gemacht. Ja. Nicht ohne Witz eine gemacht. Eine Sache, sehr die richtig. Mich interessiert. Ja. Dieser Autor Alan Eisler ist, so steht im Klappentext, in London geboren. Ob das stimmt? Ich habe einen Eindruck, der Mann kommt aus Deutschland. Ich hatte auch den Eindruck bei der Lektüre. Er kommt aus Deutschland. Ja. Er kennt sich über Deutschland. Er kennt Fabler. Er zitiert Uhland sogar. Uhland. Ja. Wo zitiert man auf dieser Erde Uhland? Ja. Ja. Das ist ja furchtbar. Ja. In London zitiert niemand Uhland. Niemand, kann ich sagen, niemand. Ja. Ja, aber vielleicht hat er deutsche Eltern gehabt und ist mit Uhland gequält worden irgendwann. Das ist ja denkbar. Das dürfte so sein. Dieser Eisler ist sehr an die deutsche Literatur, Kultur gebunden. Der zitiert ja immer wieder, er nennt Namen. Und auch diese große Liebe, mit Verlaub, zum Hamlet, ist ja was sehr Deutsches. In keinem Land der Welt wird der Hamlet so geliebt und geschätzt wie in Deutschland. Auch nicht in England? Nein, das ist ja eine deutsche Sache, Hamlet. Bernhard, außerdem ist ja ein Hamlet, wie er Börne entdeckt hat, ein Produkt deutscher Universitäten. Hamlet spielt in Deutschland. Nein, ich meine, in Wittenberg in der Vergangenheit. Aber da hat er das Fechten gelernt auf der Hohen Schule. Und das Denken und das Philosophieren. Ja, aber das Fechten ist ihm zum Verhängnis geworden. Ja, das stimmt. Das Philosophieren auch. Also, das wir wollen vom Hamlet zurückkehren zu einem Roman von Alan Eisler. Der Roman hat verschiedene Qualitäten, die wir in der zeitgenössischen deutschen Literatur selten finden. Das ist wohl richtig. Er ist erst einmal sehr leicht geschrieben, in einem Plauderton geschrieben. Ich glaube, von der Übersetzerin gut wiedergegeben, der Ton des Buches, das ist eine. Zweitens, es ist ein heiteres Buch, dann ist das sehr intelligent. Der Mann, was immer er sagt, das ist intelligent und mit Humor. Also da ist nur eine Sache, wenn ihr schon über die Sexualien redet, die erste Sexualgeschichte des Körner da in der Schweiz mit einer Kellnerin. Das mit der Kellnerin ist auch so wie Goethe mit einer Kellnerin in Rom. Es sind immer deutsche Anspielungen drin. Das hat er eigentlich sehr gut gemacht. Wenn jeder Mensch, der mit einer Kellnerin schläft, eine Anspielung auf Goethe wäre. Mein Lieber, die Kellnerin hat diesen... Es ist diese Liebesgeschichte so unerhört intensiv und suggestiv meiner Ansicht nach, weil sie vor einem ganz konkreten Ost-West-Hintergrund erzählt wird. Der Hintergrund ist nicht aufdringlich, sie gibt gar nicht sehr viel, aber sie gibt das Nötige. Darf ich ein Beispiel für diese Genialität des Hintergrundes bringen? Das Wort Genialität, ich bestehe darauf, Frau Löffler. Das eine Beispiel will ich geben. Die beiden tauschen aus, was sie in ihrer Jugend gesungen haben. Und sie verrät sozusagen, dass sie, er hat evangelische Kirchenlieder und sie hatte eine Vergangenheit mit dem Kommunismus. Und sie sagt, gibt ein Lied an, das sie über Stalin gesungen hat. Und jetzt kommt das gleich, diese wunderbare Brechung, wo sie sagt, es war ihm nicht wohl, dass ich meine Vergangenheit verraten habe. Mit der Kirche kann man besser umgehen. Das sind psychologisch sehr feine Gewichte, die da gezeigt werden im Selbstbewusstsein, wie sich das verschieden entwickelt hat. Ja. Ich möchte denselben Satz zitieren, der geht nämlich weiter. Und Franz guckte mich befremdlich an. Befremdlich? Befremdet, nicht einmal das stimmt. Also Erotik besteht darin. Frau Löffler, Sie müssten mal literarische Perspektiven lernen. Entschuldigung, jetzt werde ich etwas grob. Befremdlich ist, wenn ich es befremdlich finde, dass Sie mich angucken. Befremdet ist, wenn Sie befremdet sind. Also diesen total verunglückten Satz habe ich mir so angeschaut. Nein, das ist nicht verunglückt. Jetzt will ich mal sagen, wo ich befremdet war. Am Anfang dieses Romans. Ich finde es befremdlich, wie Sie argumentieren. Und Sie findet es befremdlich, wie Franz Sie anguckt. Was soll daran falsch sein in drei Teufelsnamen? Also gut, den Satz schauen wir uns nachher noch einmal an. Ja, also ich möchte an einem Punkt, Herr Glotz, das Verschmockte. Ich meine, ich bezweifle nicht, dass dieser Roman wirklich, also Sie haben vorhin dieses Beispiel mit dem entführten Hund, da gibt es wirklich gute Passagen. Aber nur bitte, am Anfang. Die alte Dame bereitet das Leintuch, auf dem sie mit dem Mann geschlafen hat, immer wieder auf dem Bett aus und betrachtet verzückt die Spur des Spermas,
des Herrn, die, der hat den Blick, also der schaut aus wie ein Umgekehrter. Sie scheinen nie verliebt gewesen zu sein und nicht getrennt. Ja. Aber, sonst würden Sie verstehen, dass man solche Spermaflecken entzückt und begeistert anguckt, Herr Glotz. Es tut mir sehr leid. Sehr richtig. Sehr richtig. Er schaut aus wie ein umgekehrter Pudel. Na und, warum nicht? Donnerscheiß, Donnerscheiß. Also, wirklich. Also, das ist eine Art von Sentimentalität und eine Art auch von, also ich meine, wir haben vorhin von dem Eisler gesprochen. Wir haben gesprochen von der Sexualität von 78-Jährigen mit der Mandy Dettner. Wenn ich das vergleiche mit diesem Roman, kann ich nur sagen, da laufe ich davon. Da sage ich, um Gottes Willen. Ja, gut, also wenn sie davonlaufen, dann... Seiner Mutter nicht. Er findet den Bruder bevorzugt. Also darüber hat er einen Ergreif... Also es sind schon also Geschichten von ungeheuren Dimensionen, die da erzählt werden. Nur eins, es muss die neue Auflage dieses Buches mit einem Glossar und mit Anmerkungen versehen werden. Es sind zu viele Begriffe drin, die ein deutscher Leser überhaupt nicht verstehen kann. Man kann nicht mittendrin, wir sind zum Umschlagplatz hingebracht worden. Dann muss man erklären, was der Umschlagplatz war. Das war der Platz an der Bahn. Eine Bahnlinie in Warschau, wo alle Züge nach Treblinka und Auschwitz gingen. Umschlagplatz. Wer dort war, das war schon beinahe hoffnungslos, da noch freizukommen. Aber ich kenne jemanden, der heute hier ist, der dort war und rausgekommen ist. War schon sehr, sehr schwer, da wieder rauszukommen. Sie hat, und das ist das Wichtige, die Hanna Krall, keine Sentimentalität, keine Barmherzigkeitselemente, sondern hart erzählt, was war. Und das ist das Erschütternde, das Ergreifende dieses Buches. Es ist ein sehr gutes Buch, ja. Wir sind uns einig, oder? Ja. Wir sind uns einig. Ja. Paul Auster, Mr. Vertigo. Paul Auster, 1947, glaube ich, geboren, der in den letzten 10 Jahren vielleicht 5 Romane, vor allem eine New York-Trilogie geschrieben hat, schreibt... den Roman eines Menschen, auch wieder als Autobiografie dargestellt, der in seiner Jugend Levitation macht, also eine Art artistischer Übung. Er kann die Schwerkraft überwinden und kann für eine Varieté-Nummer über den Menschen schweben. Der Autor stellt es dar, das hat es schon mal im 18. Jahrhundert bei einem Tschechen gegeben und das hat es schon einmal immer wieder einmal gegeben, diese Fähigkeit. Irgendwann verliert er diese Fähigkeit, weil er rasende Kopfschmerzen bekommt und diese Überwindung der Schwerkraft in ihm, also er das einfach nicht packt. Eigentlich aber ist das die Geschichte Amerikas, wenn ich es mal ein bisschen übertreibe. Der Junge ist geboren, vielleicht 1919, 1918, also irgendwann. Es beginnt die Geschichte in den 20er Jahren, wenn der 9 ist oder 10 ist. Und er wird sozusagen adoptiert von einem ungarischen Juden, Meister Yehudi. Ungarisch oder rumänisch? Ungarisch. 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 Einem ungarischen Juden, der zusammenlebt mit einer Indianerin und einem schwarzen Jungen. Und diesen, Wobei, Entschuldigung, Sie wissen, dass es zwischen Ungarn und Rumänien immer Grenzstreitigkeiten gibt. Ja, weiß ich. Immer noch heute. Heute immer noch, ja. Und... Also eine Liebesgeschichte, so unerhört intensiv und suggestiv meiner Ansicht nach, weil sie vor einem ganz konkreten Ost-West-Hintergrund erzählt wird. Der Hintergrund ist nicht aufdringlich, sie gibt gar nicht sehr viel, aber sie gibt das Nötige. Darf ich ein Beispiel für diese Genialität des Hintergrundes bringen? Das Wort Genialität, ich bestehe darauf, Frau Löffler. Das so, eine Beispiel. Das eine Beispiel will ich geben. Die beiden tauschen aus, was sie in ihrer Jugend gesungen haben. Und sie verrät sozusagen, dass sie, er hat evangelische Kirchenlieder und sie hatte eine Vergangenheit mit dem Kommunismus. Und sie sagt, gibt ein Lied an, das sie über Stalin gesungen hat. Und jetzt kommt das gleich, diese wunderbare Brechung, wo sie sagt, es war ihm nicht wohl, dass ich meine Vergangenheit verraten habe. Mit der Kirche kann man besser umgehen. Das sind psychologisch sehr feine Gewichte, die da gezeigt werden im Selbstbewusstsein, wie sich das verschieden entwickelt hat. Ja. Ich möchte denselben Satz zitieren, der geht nämlich weiter. Und Franz guckte mich befremdlich an.
Und befremdlich, ja. Befremdet, nicht einmal das stimmt. Also die Erotik besteht darin. Frau Löffler, Sie müssten mal literarische Perspektiven lernen. Entschuldigung, ja. Jetzt werde ich etwas grob. Befremdlich ist, wenn ich es befremdlich finde, dass Sie mich angucken. Befremdet ist, wenn Sie befremdet sind. Also diesen total verunglückten Nein, das ist nicht verunglückt. Jetzt will ich mal sagen, wo ich befremdet war. Am Anfang dieses Romans. Ich finde es befremdlich, wie Sie argumentieren. Und Sie findet es befremdlich, wie Franz Sie anguckt. Was soll daran falsch sein in drei Teufelsnamen? Also den Satz schauen wir uns nachher noch einmal an. Ja. Also ich möchte an einem Punkt, Herr Glotz, das Verschmockte. Ich meine, ich bezweifle nicht, dass dieser Roman wirklich, also Sie haben vorhin dieses Beispiel mit dem entführten Hund, da gibt es wirklich gute Passagen. Aber nur bitte, am Anfang. Die alte Dame bereitet das Leintuch, auf dem sie mit dem Mann geschlafen hat, immer wieder auf dem Bett aus und betrachtet verzückt die Spur des Spermas des Herrn. Der hat den Blick, also der schaut aus wie ein Sie scheinen nie verliebt gewesen zu sein und nicht getrennt. Ja. Aber sonst würden Sie verstehen, dass man solche Spermaflecken entzückt und begeistert anguckt, Herr Glotz. Es tut mir sehr leid. Sehr richtig. Sehr richtig. Er schaut aus wie ein umgekehrter Pudel. Na und, warum nicht? Donnerscheiß. Also wirklich, also das ist eine Art von Sentimentalität und eine Art auch von, also ich meine, wir haben vorhin von dem Eisler gesprochen. Wir haben gesprochen von der Sexualität von 78-Jährigen mit der Mandy Dettner. Wenn ich das vergleiche mit diesem Roman, kann ich nur sagen, da laufe ich davon, da sage ich um Gottes Willen. Ja, gut, also wenn Sie davonlaufen, dann habe ich jetzt die Chance etwas. Dann finden Sie das eigentlich so glücklich, die Symbolik, dieses ganz Amerika da nur vereint in diesem Haus. Darüber kann man streiten, ob es ein bisschen zu viel ist. Nur der erste Teil des Romans endet damit, dass der Ku Klux Klan diesen Haushalt sozusagen aufmischt und die Indianerin und diesen Negerjungen aufhängt. Und das Haus anzündet. Und also es schleppt viel amerikanische Welt mit sich, dieser Roman. Dieses Beispiel, also dieser Brutalität, dieser faschistischen oder wie immer man das bezeichnen will, Ku Klux Klan-Gruppierung, die diese Menschen da umbringt, zeigt eben doch sehr viel von diesem Amerika. Und dann wird der Junge, nachdem er also nicht mehr diese Eigenschaften nicht mehr beherrscht, weil diese Kopfschmerzen so schrecklich werden. Dann gerät er in ein Gangstermilieu, dann anschließend kommt er in den Krieg. Sie haben vor dem Wort Fliegen eine solche Scheu wie andere Leute vor Sexualausdrücken. Diese Fähigkeit des Jungen, er kann fliegen. Ich stimme Ihnen zu, Herr Kaiser. Ja, ich wollte nur von. Sie haben mich jetzt richtig, wie sieht Frau Sie haben meine Darstellung richtig verbessert. Das ist absolut richtig, was Sie sagen. Ja. Ich verstehe natürlich, Herr Glotz, dass man da zunächst mal in einem durchaus realistischen Roman die Schwierigkeiten hat, wenn einem dann erzählt wird, der Bub kann fliegen. Ich habe dieses Fliegen können aber eigentlich gelesen als eine Pubertätsmetapher, als einen Pubertätsmythos. Also sozusagen die Idee, Kinder sind allmächtig, allwissend, Kinder sind genial begabt und in der Pubertät verliert es sich. Vor allem, wenn sie geprügelt und ein bisschen gequält werden, wie das der Meister Yehudi ja mit ihm tut, nicht? Ja, Frau Löffler, darf ich eine Ergänzung dazu? Ist es nicht vielleicht auch eine Künstlermetapher? Es ist eine Metapher darüber, wie jemand zum Künstler wird, was er dafür für einen Preis bezahlt und wie er das wieder verliert, wenn er in die Banalität der Welt reinkommt. Ja, wenn Sie die Pubertät mit dem Eintritt in die Banalität der Welt gleichsetzen, dann würde ich dem zustimmen. Nein, die Pubertät nicht, sondern die Erreichung dieser und dass er dann andere Ziele hat und dass er dann nicht mehr... Künstler insofern, ich habe während des Lesens eigentlich auch oft an den Dr. Faustus von Thomas Mann gedacht, der ja seine Künstlerschaft bezahlt, ebenfalls mit rasenden Kopfschmerzen. Ich nehme an, dass der Paul Auster da auch vielleicht ein bisschen... Ich habe an Kafka gedacht, so Josephine und solche Erzählungen. Ja. Also jedenfalls, dass der Künstler oder der etwas Außerordentliches kann, dafür bezahlen muss. Mhm. Und dass er diese Fähigkeit aber in der Pubertät verliert, ist schon etwas, worauf dieser Roman großen Wert legt. Das ist ihm schon wichtig. Es gibt diese berühmte Szene, wo dann der Meister Yehudi sagt, wir könnten unter Umständen deine Fähigkeit zu fliegen retten. Du musst dich kastrieren lassen.
Wenn du das tust, ja. Es gibt Beispiele dafür, nicht dass erwachsen dann werden. Ja? Schön Künstlerroman, ein Künstlerroman über Künstlereitelkeiten, die im Alter genauso wenig aufhören. Man möchte eine bessere Rolle haben, man möchte eine bessere Rolle obwohl haben. Obwohl er ja kein Leben. Künstler ist, Herr Karasek. Ich meine, er hat als junger Mann einen Lyrikband geschrieben und den hat Rilke gelobt. Er hat von Rilke ja. einen Brief und der bekommen. Der Rilke-Briefe ja. dann geklaut ja. im Altersheim. Nicht ohne Witz gemacht. Ja. Nicht ohne Witz eine gemacht. Eine Sache, die mich richtig. Interessiert. Ja. Dieser Autor Alan Eisler ist, so steht im Klappentext, in London geboren. Ob das stimmt? Ich habe den Eindruck, der Mann kommt aus Deutschland. Ich hatte auch den Eindruck ja, bei der Lektüre. Er kommt aus Deutschland. Ja. Er, ist er zu kennt sehr sich über Deutschland. Er, kennt Fabler. Fabler. Er zitiert ja. Uhland sogar. Uhland, ja, ja. Wo zitiert man auf ja, dieser ja, Erde ja, Uhland? Ja. Ja. Das ist ja furchtbar. Ja. In London ja. zitiert niemand Niemand, Uhland. Kann ich sagen, niemand. Ja. Ja, aber vielleicht hat er deutsche Eltern gehabt und ja, ja. ist mit Uhland gequält worden. Ja. Irgendwann ja. Das, das dürfte ist ja denkbar. So sein. Dieser Eisler ist sehr an die deutsche Literatur, Kultur gebunden. Der zitiert ja immer wieder, er nennt Namen. Und auch diese große Liebe, mit Verlaub, zum Hamlet, ist ja was sehr Deutsches. In keinem Land der Welt wird der Hamlet so geliebt und geschätzt wie in Deutschland. Auch nicht in England? Nein, das ist ja eine deutsche Sache, Hamlet. Bernhard, ja, ja, außerdem ist ja ein Hamlet, wie er Börne entdeckt hat, ein Produkt deutscher Universitäten. Hamlet spielt in Deutschland. Nein, nein, ich meine in Wittenberg. In Wittenberg in der Vergangenheit. Ja, ja, ja aber ja. da hat er das Fechten gelernt ja. auf der Hohen Schule. Und das Denken und das Philosophieren. Ja, aber das Fechten ja. ist ihm zum Verhängnis geworden. Ja, das stimmt. Das Philosophieren auch. Also, das wir wollen vom Hamlet auch. Zurückkehren zu einem Roman von Alan Eisler. Der Roman hat verschiedene Qualitäten, die wir in der zeitgenössischen deutschen Literatur selten finden. Das ist wohl richtig. Er ist erst einmal sehr leicht geschrieben, in einem Plauderton geschrieben. Ich glaube, von der Übersetzung, von der Übersetzerin gut wiedergegeben, der Ton des Buches, das ist eine. Zweitens, es ist ein heiteres Buch, dann ist das sehr intelligent. Der Mann, was immer er sagt, das ist intelligent und mit Humor. Also da ist nur eine Sache, wenn ihr schon über die Sexualien redet, die erste Sexualgeschichte des Körner da in der Schweiz mit einer Kellnerin. Das mit der Kellnerin ist auch so wie Goethe mit einer Kellnerin in Rom. Es sind immer deutsche Anspielungen drin. Das hat er eigentlich sehr gut gemacht. Wenn jeder Mensch, der mit einer Kellnerin gemacht. Schläft, eine Anspielung auf Goethe wäre. Mein Lieber, die Kellnerin hat diesen Körner ja. da ins Sexuelle eingeführt. Das vermuten die Germanisten auch bezüglich Goethe und der Kellnerin in Rom. Ja, viel schöner ist das war auch ein Herr Eisler, der diese Theorie aufgestellt hat übrigens. Die Sexualbeziehung. Die ganze Zeit. Sich selber zu erklären, warum dieser Mann, den sie so liebt, täglich um 1 Uhr nachts für die zweite Hälfte der Nacht zu seiner Ehefrau zu kommen. Sie kommt nicht auf die Idee, warten Sie, dass er bei seiner Ehefrau bleibt, weil er mit ihr ein ganzes halbes Leben verbracht hat und nicht die Absicht hat, wie groß seine Sympathie für die Geliebte sein mag, die Ehe zu zerstören und von ihr wegzugehen. Und jetzt kommt die Pointe, die sie sehr wichtig ist. Ja. Die versucht es immer wieder damit zu erklären, weil er aus Ulm kommt und ich aus Ost-Berlin. Er hat westliche Vorstellungen. Er hat Kirchenlieder in seiner Jugend gesungen. Ich habe die Stalin-Hymne russisch gesungen. Deswegen kommt er nicht zu mir. Nein, das ist alles nicht die Ansicht der Autorin, sondern die Ansicht der Ich-Erzähler. Ja. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Ihr wollt offenbar alles, was die Ich-Erzählerin da tut. Und der sie, Autorin in die Schuhe schieben. Die ja, Autorin völlig in falsch. Die Schuhe. Wissen Sie, was das zur Banalität möchte ich doch noch einen Satz sagen. Das Buch handelt davon, was passiert, wenn sich eine große Liebe mit der Banalität normaler Zustände begegnet. Und das schildert es auf eine ja. unerhörte Weise, wie ich sie bisher noch nicht gelesen habe. Das muss ich wirklich sagen, die Banalität ist eine Gesellschaft, die an Versicherungen, an Konventionen, an langen Gewohnheiten festhält. Und da ist eine Frau, die würde das eigentlich auch haben, aber leider hat sie das Pech gehabt, dass sie dem Wahn einer großen Liebe verfällt. Und das setzt dieses in Gang. Und ich finde, ich habe, und das ist sehr zeitgemäß, obwohl man das bisher oft schon gelesen hat, dass Menschen zu dritt
in Beziehung geraten. Das ist nicht das Neue, aber das ist das Zeitgemäße, dass diese moderne Banalität, diese gleitende heutige Gesellschaft auf einmal mit etwas Urtümlichen kommt. Und Herr Glotz, zu Ihnen möchte ich noch aus Romeo und Julia zitieren. Es lacht der Narben, wer die Wunden nie gespürt. Wenn man sagt, Gott, das sind diese Flecken, und das ist doch lächerlich, wie sie das schildert. Eine Verliebte schildert etwas unter Umständen lächerlich. Die Kunst der Autorin, das habe ich vorhin schon versucht zu sagen, ist, dass sie Distanz zu ihrer Heldin hat. Ja. Sie schildert die Heldin auch als lächerliche Figur, nämlich teilweise. Also, die Geschichte eines erotischen Wahns und einer sexuellen Obsession. Nur, eine Sache ist charakteristisch. Jetzt haben Sie das dreimal gesagt, darf ich jetzt noch einen Satz sagen? Nein, ja, jetzt habe ich. Nein, das geht aber wirklich nicht. Die Idee ist doch die, dass man für einen Amour fou auch eine Sprache braucht. Ich würde noch einmal behaupten, dass die Monica Maron nicht den Funken einer Sprache für einen Amour fou hat, für diese obsessive Liebesgeschichte zweier alter... Der aufsteht, obwohl sie ihn bettelt, noch zu bleiben und wieder nach Hause geht. Mit diesem Schmerz wird sie fertig, obwohl es ihre große Liebe ist. Aber dann fährt er mit seiner Frau in Urlaub. Und das ist für sie der Punkt, wo das Verhältnis an dem Verrat, den er begeht, zerbricht. Und sie spioniert ihm nach und sie sieht die Frau. Und natürlich kommt die Frau ihr unendlich banal vor. Und sie befreundet sich mit der Frau nach der Rückkehr aus dem Urlaub und eröffnet der Frau eines Tages die grauenhafte, für die Frau grauenhafte Wahrheit, dass ihr Mann jeden Abend bei ihr ist. Und daraufhin kommt der Mann nochmal zu ihr und wird... Sie weiß, dass die Geschichte zu Ende ist. Es ist, wie gesagt, die Geschichte der letzten Liebe. Und es gibt um das Buch einen Rahmen. Sie erinnert sich aus einer fast Beckettschen Entfernung an diese Geschichte. Dieser Rahmen ist aber für das Buch gar nicht so nötig, denn es ist ein Buch, das mit großer Eindringlichkeit diese Beziehung und das notwendige Scheitern dieser Beziehung schildert und eigentlich sagt, dass die große Liebe ein Glück und ein schreckliches Unglück ist. Ja, man kann ja wirklich nicht sagen, dass das eine sehr originelle Geschichte ist. Dreiecksgeschichten, Mann, Ehefrau und Freundin hatten wir gelegentlich schon in der Literatur. Liebe hatten wir also auch schon. Also würde ich sagen, ist wahrscheinlich die Machart das Interessante. Oder das, was so eine Geschichte überhaupt rechtfertigt. Jetzt mal abgesehen vom subjektiven Faktor, der die Autorin vielleicht dazu gebracht hat, das gerade jetzt zu schreiben. Ost-West spielt tatsächlich überhaupt keine Rolle. Er ist Ameisenforscher und sie ist, glaube ich, Dinosaurierforscherin. Ja. Ulm und Berlin. Brontosaurier heißt das Tier, glaube ich, oder ja, so ähnlich. Ja, Brachiosaurier. Ja, ja, also Frau Löffler, Nein, nur einen winzigen... Das spielt alles überhaupt keine Rolle. Es spielt keine Rolle und spielt doch eine große Rolle. Denn Frau Maron ist sehr genau, wie man mit Vergangenheiten umgeht, ob man aus Ulm kommt oder aus Ost-Berlin. Und ja, da ist das Buch sehr präzise. Oder wie man mit Sprache umgeht. Sie weiß genau, wie jemand aus Westdeutschland spricht und wie jemand spricht. Und das macht... gibt doch präzise Farben, obwohl es nicht entscheidend für die Liebesgeschichte ist, finde ich, ist eine große Qualität des Buchs, dass sie mit solchen Kleinigkeiten sozusagen auch Ost-West konnotieren. Sie meinen, dass dieses Buch mit Sprache umgehen kann? Also da könnte ich natürlich jetzt Beispiele anführen, wo man eigentlich eher erkennen würde, dass das nicht der Fall ist. Wenn da solche Sätze vorkommen, wie wir verloren uns im Mysterium unserer Körper, dann frage ich mich wirklich, ob man das eigentlich heute in einem Roman... Ja, ich fürchte, das kommt vor. Ein bisschen anders kommt vor, aber es kommt vor. Es macht nicht. Es kommt der Satz vor, wie Ihr Freund sagt... Kaddisch, das Totengebet der Juden, gesprochen worden. Und die Mutter sagt, wieso? Mein Sohn ist doch kein Jude. Es stellt sich heraus, er ist überhaupt kein Jude, aber ihm hat die Zugehörigkeit zu einer Minderheit noch nicht gereicht. Er wollte als Jude gelten. Die Frage, die Mutter fragt, oder die ich erzähle, fragt, wollte er sich erhöhen oder wollte er sich erniedrigen? Man weiß es nicht. Die Frage bleibt unbeantwortet. Diese homosexuellen Geschichte ist ergreifend und erschütternd. Wie die längeren Geschichten in diesem Band. Die kürzeren sind manchmal vielleicht etwas zu knapp. Vielleicht sollte man nicht urteilen, wenn man Inhalt angibt. Ja. Noch.
Ach, richtig. Das ja, auch vielleicht richtig. Sollte ja. man auch noch hinzufügen, dass die Hanna Krall der interessante Fall einer Schriftstellerin und einer Journalistin ich wollte gerade sagen, das genau ist, an der Grenze angeht. Ja. Ihre ja. Texte sind in erster Linie mal recherchierte journalistische Reportagen, die aber auch als literarische Texte durchgehen können, würde das ich sagen. Das hat sie übrigens auch mit Hemingway gemeinsam. Ja, das ist das, ja. das, ist das Großartige dran. Dann ist, muss man auch sagen, es ist... Was die Frau Krall in allen ihren Büchern eigentlich betreibt, ist der letzte Versuch einer Spurensuche an Spuren, die eigentlich schon vergangen und verschwunden sind. Weil es keine Gräber gibt. Es gibt keine Gräber. Sie schreibt, die Namen sollen wenigstens in meinen Büchern stehen, wenn sie schon nicht auf Grabsteinen stehen. Also ihre Spurensuche gilt den verlorenen Ostjuden, wo es eigentlich fast überhaupt nichts mehr da aber ist. Sie kann daher auch diese, ja. was Sie sagen, Herr Reichernitzki, diese Kargheit, diese Lakonie, diese vielen Löcher zwischen den Informationen. Die werden ja einfach nur wie einzelne Bruchstücke, Fragmente noch einmal hochgehoben, passen sie zusammen. Manchmal passen sie in der fantastischesten Weise zusammen, dass dann plötzlich eine Mutter ihre Tochter wiederfindet oder ihr Kind wiederfindet, Familien, die eigentlich einander totgewähnt haben, wieder zusammenfinden in Israel, in Toronto, in Amerika, in Polen. Aber im Grunde ist es eigentlich eine Spurensuche, wo die Zeit dagegen arbeitet. Es wird nicht mehr lange möglich sein. Darf ich noch ein Detail ergänzen? Sie haben es gerade dargestellt, Herr Reichernitzki. Es ist ja das Problem, dass diese Kinder von Juden eines sitzt auf einem Baumstumpf, nicht? Und wird gefunden von einer Polin. Und das Kind ist also, oder es ist aus einem Zug, der ins Lager fuhr oder zum Erschießen fuhr, irgendwie gerettet worden. Und dann haben Polen diese jüdischen Kinder angenommen und den Kindern bewusst nicht gesagt, dass sie Juden sind. Und die sind inzwischen auch tot, die Eltern. Die Eltern sind inzwischen auch tot. Nein, das zeigt ja die Krall, dass die Eltern... Dass ihre literarischen Argumente nicht so stark sind. Doch, doch, doch. Die werden noch reichen, aber die haben mich nicht aussprechen lassen. Ja. Gut, lass mal, Frau Löff. Das Buch ist total missglückt, es hat überhaupt keine Sprache, es hängt sich auf an der Penthesilea-Geschichte und es wird von dem Penthesilea-Mythos bis zum Nichts herunter degradiert. Es ist eigentlich überhaupt nicht mehr vorhanden als Literatur. Es ist, was Sie eben gesagt haben, habe ich schon ähnlich in einer oder zwei Kritiken gelesen. Denn es ist sehr charakteristisch für dieses Buch. Das gilt jetzt für die Kritik in der Presse, soweit sie schon veröffentlicht war, und für unser Quartett, dass dieses Buch die Leser und Kritiker polarisiert. Ja, man kann entweder für oder gegen das Buch sein, aber das ist keine Sache, wo man sagen kann, ja, so ein bisschen. Frau Löffler sagt ja mit Recht von ihrem Standpunkt aus total missglückt. Ja. Und ich versteige mich dazu, dass ich sage, es ist einer der wichtigsten, einer der wichtigsten Liebesromane. Also da muss doch... Eine Vermittlung ist da nicht möglich. Eine Vermittlung ist da nicht mehr möglich. Und zwar hat das zu tun mit dem Thema. Aber ist das ein Qualitätsausweis? Bitte? Nein. Wir stellen das nur fest. Die Frage ist, das ein Qualitätsausweis? Die Polarisierung. Ja, ist die Charakteristik eines Buches. Das ist kein Zufall, dass dieses Buch polarisiert. Es ist ein Buch, das ein Teil des Publikums auch möglicherweise ablehnen und ein Teil des Publikums dankbar lesen wird, dass es endlich mal geschrieben wurde. Auf die Gefahr hin, meinen schlechten Geschmack hier kundzutun, Grass hat nicht polarisiert. Eben. No, also er hat schon polarisiert. No. Das ist uns nicht bekannt. Es hat auch gute Kritiken gegeben. Aber wollen wir dieses nicht weiter verfolgen? Sonst kommen wir auf ein anderes Quartett zurück. Ja. Ich weiß nicht, Sie sind hier als Grass-Verteidiger, wollen Sie fungieren? Ich weiß nicht, ich habe diese Anspielung nicht verstanden. Grass hat nicht polarisiert. Es gibt keine einzige positive Kritik. Also meine war positiv. Ach, Verzeihung! Ja! Sie reden in eigener Sache. Verzeihung, das hatte ich vergessen. Aber Jürgen Busche war auch positiv. Nein, also, warum das war er nicht. Das war er nicht. Also wir wollen jetzt nicht über diese Kritik reden, das hat keinen Zweck. Jürgen Busche war nicht positiv, sondern war vollkommen unentschieden. Aber lassen wir das. Also wir sind jetzt bei... Wir müssen jetzt bald abschließen mit Monika Maron. Ja, bitte. Ich glaube, eins ist sicher, dass dieses Buch, das in so hohem Maße polarisiert, nicht zufällig ein sehr großes Publikum finden wird.
Es wird das Publikum finden, weil es etwas ausdrückt, was in unserer Zeit verankert ist und was die deutsche Literatur ansonsten in diesen Jahren weitgehend aufspart. Nicht die Darstellung des Ost-West-Konflikts, wohl aber die Verwendung gewisser Ost-West-Spannungen als Hintergrund einer Liebesgeschichte. Kommt es mir eher wie ein Otto-Katalog vor, die Schilderung. Er hat sich einen brasilianischen Wohnungskatalog hingelegt und schildert nur, wie es in einer südamerikanischen Wohnung aussieht. Wir können doch klar sagen, was ein großes Werk ist es nicht. So kann man das nicht nennen. Ein großes Werk ist das nicht. Das ist ein ganz anderer Fall. Wir haben es zu tun mit einem Schriftsteller, einem Repräsentanten der Weltliteratur, einem der ganz großen Schriftsteller. Ja, ja. Und dass er den Nobelpreis immer noch nicht bekommen hat, obwohl ich mir redlich Mühe gegeben habe, ist höchst bedauerlich. Es sind mir Geschichten, Kurzgeschichten von Updike nach 30 Jahren noch in Erinnerung. Ja, und diese Romane. Und es ist eine Krise eines Schriftstellers, die man sich schlimmer kaum vorstellen kann, dass er so etwas abgeliefert hat. Und dass ihm kein Lektor in den Arm fällt und sagt, das darfst du nicht veröffentlichen. Nein, also, Herr Karasek, das gibt es nicht. Verlangen Sie nicht solche Geschichten. Es gibt deutsche Schriftsteller, wenn die kompletten Schwachsinn ihrem Verlag liefern, komplett. Bitte nicht wieder. Keine Namen, keine Namen. Es gibt auch Schriftstellerinnen. Ja. Also, dann hat der Verlag zwei Möglichkeiten, zu drucken oder abzulehnen. Lehnt er ab, dann geht dieser prominente Schriftsteller zu einem anderen, denn 12 andere Verlage sind glücklich, wenn sie Handke bekommen. Aber es ist doch ein Unfall, dieses Buch. Er hat einen Namen genannt. Ja, nein, es ist ein Unfall, dieses Buch. Ja, so riskiere ich es, einen Namen zu nennen. Genauso, hier ist es eine höchst traurige Sache. Natürlich hat der amerikanische Verlag es nicht gewagt, das Buch von Updike abzulehnen. Er würde mit diesem Buch zu einem anderen Verlag gehen, der das Geschäft sofort machen würde. Ob ein Buch gut oder schlecht ist, ist für einen Verleger eine zweitrangige, eine sekundäre Überlegung. Die entscheidende ist, bringt es Geld oder bringt es Geld nicht? Und das ist gut so. Verleger sind Geschäftsleute und nicht hohe Priester der Kunst. Also dieses Buch wird sicher Geld bringen, es hat so viel pornografische Stellen. Nein, es ist auch, ich möchte die Zuschauer warnen, auch Freunde der Pornografie werden bei diesem kaltschneuzigen, blöden Schilderungen vergleichen mit Bananen und Cashewnüssen. Und es ist so furchtbar. Es ist also so grauenerregend. Ich meine, das ist doch die Darstellung der Sexualität, wie wir sie in dieser Art in der Weltliteratur noch nicht hatten. Der Klomalereien das Hauptmotiv ist ein Wort, ich muss es hier aussprechen. Bitte nicht, bitte nicht. Na, bitte nicht, bitte nicht. Das ist Prüderie. Ich meine, es gibt nicht. Kapitel, wo man unentwegt lesen muss. Bitte nicht. Wir werden ficken, wir wir wollen ficken. Ohne die Herrschaften übertreiben. Ja. Nein, doch, ein bisschen überhaupt nicht. Ja. Nein, Kirchenlieder. Und sie hatte eine Vergangenheit mit dem Kommunismus. Und sie sagt, gibt ein Lied an, das sie über Stalin gesungen hat. Und jetzt kommt das gleich, diese wunderbare Brechung, wo sie sagt, es war ihm nicht wohl, dass ich meine Vergangenheit verraten habe. Mit der Kirche kann man besser umgehen. Das sind psychologisch sehr feine Gewichte, die da gezeigt werden, im Selbstbewusstsein, wie sich das verschieden entwickelt hat. Ja. Ich möchte denselben Satz zitieren, der geht nämlich weiter. Und Franz guckte mich befremdlich an. Befremdlich, befremdet, nicht einmal das stimmt. Also die Erotik besteht darin. Frau Löffler, Sie müssten mal literarische Perspektiven lernen. Entschuldigung, jetzt werde ich etwas grob. Befremdlich ist, wenn ich es befremdlich finde, dass Sie mich angucken. Befremdet ist, wenn Sie befremdet sind. Also diesen total verunglückten Satz habe ich mir so beangelt. Nein, das ist nicht verunglückt. Jetzt will ich mal sagen, wo ich befremdet war. Am Anfang dieses Romans. Ich finde es befremdlich, wie Sie argumentieren. Und Sie findet es befremdlich, wie Franz Sie anguckt. Was soll daran falsch sein in drei Teufelsnamen? Also gut, den Satz schauen wir uns nachher noch einmal an. Ja. Also ich möchte an einem Punkt, Herr Glotz, das Verschmockte. Ich meine, ich bezweifle nicht, dass dieser Roman wirklich, also Sie haben vorhin dieses Beispiel mit dem entführten Hund, da gibt es wirklich gute Passagen. Aber nur bitte, am Anfang. Die alte Dame bereitet das Leintuch, auf dem sie mit dem Mann geschlafen hat, immer wieder auf dem Bett aus und betrachtet verzückt die Spur des Spermas,
des Herrn, die, der hat den Blick, also der schaut aus wie ein Sie scheinen nie verliebt gewesen zu sein schon. Und nicht getrennt. Ja. Aber, sonst würden Sie aber, verstehen, dass man solche Spermaflecken entzückt und begeistert anguckt, Herr Glotz. Es tut mir sehr leid. Sehr richtig. Sehr richtig. Er schaut aus wie ein umgekehrter Pudel. Na und warum nicht? Donnerscheiß, Donnerscheiß. Also wirklich, also das ist eine Art von Sentimentalität und eine Art auch von, also ich meine, wir haben vorhin von dem Eisler gesprochen. Wir haben gesprochen von der Sexualität von 78-Jährigen mit der Mandy Dettner. Wenn ich das vergleiche mit diesem Roman, kann ich nur sagen, da laufe ich davon. Da sage ich, um Gottes Willen. Ja, gut, also wenn Sie davonlaufen, dann habe ich jetzt die Chance, etwas zu sagen. Nein. Wenn ich muss auf eine Sache hier aufmerksam machen. Die Geschichte ist doch an sich, dieses Dreieck, wie Frau Löffler zu bemerken schon Gelegenheit hatte, durchaus banal. Ein verheiratetes Paar, der Mann hat starkes Interesse an der Ich-Erzählerin, vielleicht liebt er sie, er schläft mit ihr und sie hofft. Und das ist das Hochinteressante an diesem Roman. Ganz banal, wie in tausenden solcher Verhältnisse, hofft diese Ich-Erzählerin, er wird seine Frau verlassen und mit ihr zusammen. Und ist nicht aufdringlich, sie gibt gar nicht sehr viel, aber sie gibt das Nötige. Darf ich ein Beispiel für diese Genialität des Hintergrundes bringen? Das Wort Genialität, ich bestehe darauf, Frau Löffler. Das eine Beispiel will ich geben. Die beiden tauschen aus, was sie in ihrer Jugend gesungen haben. Und sie verrät sozusagen, dass sie, er hat evangelische Kirchenlieder und sie hatte eine Vergangenheit mit dem Kommunismus. Und sie sagt, gibt ein Lied an, das sie über Stalin gesungen hat. Und jetzt kommt das gleich, diese wunderbare Brechung, wo sie sagt, es war ihm nicht wohl, dass ich meine Vergangenheit verraten habe. Mit der Kirche kann man besser umgehen. Das sind psychologisch sehr feine Gewichte, die da gezeigt werden im Selbstbewusstsein, wie sich das verschieden entwickelt hat. Ja. Ich möchte denselben Satz zitieren, der geht nämlich weiter. Und Franz guckte mich befremdlich an. Befremdlich, befremdet, nicht einmal das stimmt. Also die Erotik besteht darin. Frau Löffler, Sie müssten mal literarische Perspektiven lernen. Entschuldigung, jetzt werde ich etwas grob. Befremdlich ist, wenn ich es befremdlich finde, dass Sie mich angucken. Befremdet ist, wenn Sie befremdet sind. Also diesen total verunglückten Satz habe ich mir so angeschaut. Nein, das ist nicht verunglückt. Jetzt will ich mal sagen, wo ich befremdet war. Am Anfang dieses Romans. Ich finde es befremdlich, wie Sie argumentieren. Und Sie findet es befremdlich, wie Franz Sie anguckt. Was soll daran falsch sein in drei Teufelsnamen? Also gut, den Satz schauen wir uns nachher noch einmal an. Ja, also ich möchte an einem Punkt, Herr Glotz, das Verschmockte. Ich meine, ich bezweifle nicht, dass dieser Roman wirklich, also Sie haben vorhin dieses Beispiel mit dem entführten Hund, da gibt es wirklich gute Passagen. Aber nur bitte, am Anfang. Die alte Dame bereitet das Leintuch, auf dem sie mit dem Mann geschlafen hat, immer wieder auf dem Bett aus und betrachtet verzückt die Spur des Spermas des Herrn, der hat den Blick, also der schaut aus wie ein Sie scheinen nie verliebt gewesen zu sein und nicht getrennt. Sonst würden Sie verstehen, dass man solche Spermaflecken entzückt und begeistert anguckt, Herr Glotz. Es tut mir sehr leid. Sehr richtig. Sehr richtig. Er schaut aus wie ein umgekehrter Pudel. Na und warum nicht? Donnerscheiß. Also wirklich, also das ist eine Art von Sentimentalität und eine Art auch von, also ich meine, wir haben vorhin von dem Eisler gesprochen. Wir haben gesprochen von der Sexualität von 78-Jährigen mit der Mandy Dettner. Wenn ich das vergleiche mit diesem Roman, kann ich nur sagen, da laufe ich davon. Da sage ich, um Gottes Willen. Ja, gut, also wenn Sie davonlaufen, dann habe ich jetzt die Chance, etwas zu sagen. Nein. Ich muss auf eine Sache hier aufmerksam machen. Die Geschichte ist doch an sich, dieses Dreieck, wie Frau Löffler zu bemerken schon